habe da den Übergang zwischen Musik, die endet, plus Bumper gesehen, als ob ich es geplant hätte. Habe ich aber nicht, es war einfach bloß Zufall. Und damit herzlich willkommen zurück zu den European Masters. Wir haben jetzt eins, wenn nicht sogar das wichtigste Spiel des Tages eigentlich heute vor uns. Ja. Denn heute wird eine kleine Vorentscheidung getroffen. Richtig, der Gewinner, der ist safe in der Gruppenphase. SK gegen Devils, wir versuchen natürlich neutral zu bleiben. Muss natürlich aber auch wir dürfen sagen, schon ein bisschen für die Rückrunde wir dürfen schon, ja. Das Ding ist aber, das Interessante ist, SK. Dadurch, SK, dass jetzt eskaliert. Devils gegen SK spielt, ist es eigentlich völlig irrelevant gewesen, wie SK das Game davor gespielt hat. Ja. Weil hätten sie das davor gewonnen und jetzt verloren, wären sie auch nur Zweiter. Also dieses Game ist im Prinzip zwei Games wert. Das Ganze hat so ein Milchbad. Weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Gut, jetzt ist er weg. Hat mich gerade, war so ein bisschen Blickfang und hat mich ein bisschen immer auf meine Augen her weggezogen. Ja, meine Augen sind hier. Okay. Bitte. Nein, aber SK muss jetzt ordentlich Gas geben. Das erste Game lief nicht ganz so gut. Ne? Jetzt wird sich entscheiden, müssen sie halt noch weitere Games spielen oder müssen sie halt keine Games mehr spielen? Das kann halt durchaus Relevanz haben, wie das Ganze weiterverläuft, weil sie sind immer noch nicht safe durch die Play-Ins durch. Drei Leute kommen weiter. Definitiv. Auch für Mad Lions ist die Reise noch nicht vorbei. Haben gerade einen doch sehr souveränen Sieg gegen Cerner Svetsa hingelegt und sie damit aus dem Turnier geworfen. Für die ist bereits Feierabend. Die haben alle ihre sechs Games hinter sich. Und ja, mit Lions, wie gesagt, amtierender EU-Master, müssen sich jetzt hier durch die Play-Ins kämpfen, haben natürlich, du hast es vorhin angesprochen, ein komplett neues Line-Up. Ist natürlich Fluch und Segen gleichzeitig, wenn vier deiner fünf Spieler auf einmal LEC spielen, sag ich mal so. Und der fünfte sagt sich, Mama, was ist denn hier los? Ja, da kann man auch mal fix wechseln. Ich bin gespannt, bisher ja auch sehr dominante Drafts von SK im Early mit dabei gewesen. Ich glaube, das ist was gegen die Polen nicht ganz so einfach durchzubringen ist. Ich glaube, da haben die halt schon Antwortmöglichkeiten drauf, wie sie auch bisher bewiesen haben. Das ist natürlich eine Frage, in welche Richtung geht's. Ich finde es cool, dass es halt bei diesen Turnieren so viele Champion-Varietäten gibt, dass halt auch so viele individuelle Champions mit Einfluss nehmen. Ich bin gespannt, ob heute noch ein Ori-Ban durchkommt, der am ersten Tag halt sehr, sehr oft genutzt wurde. Bisher haben wir aber von Ori nicht viel zu Gesicht bekommen. Eine Ari haben wir heute schon gesehen, die halt etwas extravagant war, die aber überhaupt nicht aufgegangen ist. Nee, die hat richtig ins Gesicht bekommen. Ja, das ist doch nett formuliert. Also die Frage, wie viel es dann am Pick lag, wie viel es am Skillunterschied auch wirklich lag, weil das waren halt wirklich zwei Teams, die nicht auf dem gleichen Niveau performt haben. Das muss man dazu sagen, klar. Und wie viele halt auch dieses 2 gegen 1 auch ausgemacht hat. Ne? Auch Rek'Sai hat sich bisher und auch heute als sehr dominanter Jungler entpuppt. Also Rek'Sai bisher absoluter Prio-Pick und zwar für jedwiges Team. Ja, also ich würde sagen, die größte Schwäche, die Rek'Sai hat, ist so ein bisschen hinten raus das Scaling. So, wenn es wirklich Richtung 4, 5 Items geht, hast du als Rek'Sai einfach nicht mehr ganz so viel Spaß, weil du nicht... Ist halt ein Knock-Up-Bot. Genau, du hast halt immer noch guten Damage, aber es ist häufig so mit All-In-Champions, die dich bursten wollen. Die haben ab 1 bis 2 Items den Rest des Spiels die Chance, dich zu bursten. Aber sobald du ein bisschen mehr Items als Squishy hast, hast du halt auch die Chance, sie zu bursten. Das ist halt das Ding. So ein Rek'Sai, der reinspringt, Minute 10, 15, hält er halt noch ein paar Sekunden durch. Später ist er eine halbe Sekunde weg. Gerade in so 5 gegen 5 Fights, desto weiter man ins Late Game geht, desto härter groupt man ja auch. Und da wird es dann einfach schwierig. Aber ansonsten Rek'Sai einfach ein super All-Round-Champ. Gerade halt das Early Game, ne? Diese Early Gank Pressure, die du hast. Immer diese Pressure, du kannst da gerade Flash Knock-Uppen. Und du ermöglichst ja auch so vielen Champions darauf, dann ihren eigenen CC zu treffen. Und damit wirklich auf jeder Lane ihr Potenzial zu entfalten. Hier sehen wir gerade nochmal die Lineups der Teams. Ne? Das von SK Gaming sollte natürlich allseits bekannt sein, auch wenn sie sich gerade keinen Sieg sichern konnten. Sind sie, denke ich, schon so ein bisschen der Favorit hier? Auch wenn sie sich noch nie einen richtigen Sieg sichern konnten und immer nur Zweiter waren. Aber ja, das ist natürlich auch ungünstig, das will ich nicht anders sagen. Und das ist natürlich auch ärgerlich für sie. Ja, weil ja, aber ein Zweiter in den Play-Ins wurde erreicht, um erstmal weiterzukommen. Support DOS, Coach DOS. Auch nicht schlecht. Aber nichtsdestotrotz für sie, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiges Game. Haben eigentlich einen unglaublich guten Start mit 4-0 hingelegt. Wer bitte jetzt nochmal in die Playoff-Phase reingekickt. Ich glaube, man ist heute auch schon so ein bisschen mit der Attitude rangegangen. Hey Leute, wir machen heute das Ding safe und dann sind wir gut durch, müssen keine extra Spiele spielen. Haben vor allen Dingen auch einen Spieltag länger Zeit, uns vorzubereiten auf das, was kommt. Morgen ist ja nochmal die Gruppenziehung. Da müssen sie sich nicht großartig vorbereiten. Nach der Gruppenziehung weißt du ja schon, was für Gegner wirst du haben und gegen wen musst du dich vorbereiten. Und da solltest du halt schon, oh, wir werden gespoilert, I guess. Also ich sag mal, Zed mit Lane. Nee, das ist ein ganz anderer Champ Select. Ja, ich weiß. Was ist das? Das ist, glaube ich, Test Select oder so, ne? Weil ja. Keine Ahnung, ist der Stream gerade offline gegangen? Also das war das Game, was wir nicht gesehen haben. Ah. Ah, okay, da zeigen die. Ah, das war so, weil das so ein komischer schwarzer Hintergrund war. Genau, wir haben ja ein Game, was offstream stattfindet. Das war genau diese Begegnung, in denen sich die Devils den wichtigen Sieg sichern konnten, um jetzt quasi SK den ersten Rang ein bisschen streitig zu machen.
Oh, ich muss auch sagen, wenn ich den kenne, Pixie. Oh, übrigens Orianna, ne? Für Croxen ein absoluter Prio-Pick. Ja, und Sona Tarek, ne? Also mich soll es nicht wundern, wenn es dann Richtung Bann geht. Sona Tarek, auch ohne Frage, einer der stärkeren Kombinationen. Aber von welchem Champion ich bisher bei den European Masters auch absolut überzeugt bin, ist der gute Cannon. Wir haben bisher nur bombenstarke Cannon-Performances gesehen. Also ja, es ist auch ein brutal starker Champion. Also Teamfight-mäßig, ich finde es auch immer so schön zu sehen, wenn du halt Champions hast, die halt mit ihrer Ultimate direkt für Teamfights auch konzipiert sind. Oder halt genau weiß, okay, der geht rein, aktiviert sein Ultimate, vier Mann stehen drin, das Ding ist vorbei. Ja. So, hier sehen wir es nochmal. Also mit so einer Tarek hat man hier eine grundsolide Leistung erreicht. Tarek, ein Champion, der gegen vieles sehr gut funktioniert, aber hauptsächlich der Set. Oh mein Gott, hast du das gerade gesehen? Die Shockwave? Nee, den Z-Damage. Ach so, ja. Das ist nett. Ja. Z ist aktuell. Der wird ja auch wieder genervt, nächsten Patch. Ja, muss auch. Also für mich ist Z momentan, es ist zwar schwierig, weil Z muss ja wieder diesen Spagat zwischen Competitive und zwischen Solo-Queue finden. Und Solo-Queue ist ja momentan einfach zu stark. Er wird auch High-Elo dort sehr priorisiert. Während er Competitive gesehen halt auch einfach nicht so gut einzusetzen ist. Ne? Er hat nicht diese Flexibilität, er hat trotzdem viele Matchups, die er halt eben nicht hart snowballen kann, was es ihm halt wieder ein bisschen schwerer macht. Gegen Ori ist aber tatsächlich, also ein gut gespielter Set ist für Ori tatsächlich sogar ein Counter, wenn du ihn halt gut einsetzen kannst. Ist nicht ganz einfach. Also ich selber bin ja auch Ori-Main und habe halt, wenn ich auf Diamond 1 zum Beispiel spiele, habe ich halt kein Problem, gegen Set zu spielen. Aber da ist auch das Limit von Set noch lange nicht erreicht. Also Set ist tatsächlich ein unfassbar mechanisch anspruchsvoller Champion, wo wir halt manchmal Plays sehen, die sehen halt übel billig aus, wo aber noch lange nicht das Limit erreicht ist. Ich bin auch mal sehr gespannt, weil am Sonntag werden die LCK-Finals ja noch auf dem aktuellen Patch gespielt und Faker ja sowieso auch ein Kandidat, der so einen Champion vielleicht auspacken könnte. Er meinte auch, er hat bisher, das ist sogar sein eigenes Zitat, oh, was haben wir da jetzt? Wir müssen nochmal kurz reingucken. Oh, wir haben Highlights hier von Sakre und Genex. Highlights. Ah, das waren die Teleport-Aktionen von Genex, daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ich muss wirklich sagen, generell, Genex in diesem Split bisher wirklich am Overperformen. Also er ist ein starker Spieler, er war auch schon damals bei Big immer der tragende Spieler so ein Stück weit, aber diesen Split hat er bei SK wirklich wieder sein Niveau gefunden und ist hier ein absolut essentieller Spieler. Sakre ebenfalls, gerade auch diesen Carry Champions. Oh ja. Sehr stark unterwegs. Selbst auf einem Nah, den man eigentlich aktuell eher weniger sieht. Das ist halt einfach. War einer der wenigen Antworten, nehmt auf Hecarim. Genau. Das hat er halt perfekt gemacht an dem Tag. Rumble haben wir ihn halt auch mit einer wunderbaren Performance gesehen. Also sein Rumble-Game war halt einfach, es war halt richtig, richtig sexy. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal gleich ein paar Bilder. Und Jennings auch. Also Jennings ist auch einer der Spieler, der hat gefühlt Midlane immer für Prio spielen kann. Was seinem Team halt einen enormen Vorteil gibt. Vor allem, wenn du noch in der Lage bist, aus dieser Prio halt wirklich Roams herauszuwandeln. Ja, und vor allem auch sein Champion-Pool ist einfach insane. Also oh, hier die Rumble-Plays. Mm. Ja, das war hier sogar ein bisschen knapp. Am Friday kommt ins Repair rein, dadurch kriegt man den Dive nochmal durch. Elise ist dann natürlich auch ein spezieller Champion für. Generell muss ich sagen, ist SK im Early Game halt wirklich, wirklich gut. Also die ersten Spielphasen bis Richtung Nash sind sie so ein starkes Team. Nur dann haben sie halt leider immer mal wieder Probleme mit ihrem Lead auch wirklich umzugehen. Nichtsdestotrotz, man sieht ja halt schon, ne, jedes Game, was hier gezeigt wird, Genex gefühlt ein anderer Champion. Also der kann halt alles spielen, der Junge. Das Game war halt so mit das Beeindruckendste, wo er Leader wirklich nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen hat. Ich weiß nicht, 0-8 oder so stand Leader am Ende. Hat fast den 0-10 Yasuo Powerspike erreicht. Mit einem Javan hilft es natürlich auch. Ja, du hast einen Point-and-Click-Spell, weswegen der Skillshot CC dann quasi automatisch trifft. Und dann machst du als Yasuo auch nichts. Ja, generell Renekton. Ja, vor allem, wenn du in die Matchup halt erstmal hinten bist, dann ist das Ding sowieso gegessen. Renekton generell gegen hypermobile Melees ein sehr guter Counterpick. Hatten wir auch gegen Irelia gesehen vermehrt, als die Midlane-Meta war. Also funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich bin mal gespannt, womit er uns heute bewundern oder spielen wird. Voll den Ryze ausgepackt, da lief es nicht optimal für ihn. Aber wobei es jetzt auch nicht unbedingt an ihm lag. Ne? Das war, finde ich, so mehr ein Team-Ding, wirklich, wo das Team halt geschlossen für Fehlentscheidungen gegangen ist. Was denn? Achso, ich fake das Zitat. Er meinte selber, er hat bisher irgendwie so auf 80% seiner Leistung gespielt und kann zum Final gegen Griffin nochmal so 30-40% Steigerung rausholen. Oh, muss er aber das auch. Das sind natürlich auch so fiktive Zahlen auf jeden Fall, aber stell dir mal so ein Faker, der. So ein Season 4 Faker auf dem jetzigen Set vor. Das Problem ist, weißt du was, auf dem alten Patch. Shit. Bei einer LCK, bei einem alten Faker mit einem Set passieren wird? Freeze! Ja, gut, dann bannt man die halt. Ah, das wäre eine Möglichkeit. Aber dann wird passieren Ryze mit Aftershock. Ja, gut, Mann.
Dann spielt er halt Top-Lane-Set. Das finde ich ist halt, dieser, das meinte ich mit, dass dieser merkwürdige Spagat den Zed halt irgendwie schaffen muss. Dass er halt einfach Blind-Pick-mäßig halt relativ schlecht kompetitiv funktioniert, weil es halt zu viele Champion gibt, die ihn einfach negieren. Und negieren heißt bei einem Zed schon mal, du bist useless, wenn ja, du negiert wirst. Du kannst Zed wahrscheinlich eher nicht Blind-Picken, da gebe ich dir recht. Wir springen jetzt aber erstmal rein in die Champions League, schauen, was da so geblind-pickt wird. Wir haben Devils One aus Polen gegen SK Gaming Prime aus Deutschland. Für beide geht es darum, direkt in die Gruppenphase einzuziehen. Aktuell beide mit 4-1 punktgleich auf dem ersten Platz. Und wir sehen Lucian rausgenommen, Kidui damit eben eigentlich ziemlich gut performt, auch wenn die Vayne am Ende den Unterschied gemacht hat. Ist einfach immer noch ein Champion, der ist einfach strong. Ja, und das, also ich finde auch Lucian ist halt so ein lustiger Champion, Solo-Q-mäßig ist er eigentlich auch richtig gut, aber keiner kann ihn so richtig umsetzen. LEC-mäßig ist er halt auch ein Champion, der halt durchaus seine Relevanz hat, aber auch eigentlich immer auf den Sack bekommt und halt wirklich sehr schlechte Winrates vorzuweisen hat. Aber auf dem Niveau hat er bisher, also dieses Zwischenniveau, hat er bisher richtig gut punkten können. Taric jetzt hier ebenfalls rausgenommen, wir hatten angesprochen, Sona, Taric wurden von Devils One ausgepackt, will SK hier nicht gegen sich haben, ist auch einfach, ist keine schöne Comp. Verändert vor allem halt das Game ins Unangenehme für das Team, was es nicht selber spielt. Es ist halt auch so merkwürdig einfach dagegen zu spielen. Du kannst es halt nicht richtig hart engagen, wenn du immer diese Taric-Ultimate quasi... Genau, aber du musst da hart engagen, um eine Sona klein zu kriegen. Ja. Du musst quasi immer so zweimal hart engagen. Einmal, um das Taric-Ultimate zu baiten, dann halt nochmal disengagen und dann halt nochmal den Weg irgendwie reinfinden. Was den Spielstil immer sehr, sehr anfällig macht. Oder du bist halt so weit vorne, dass du alle vernichten kannst, bevor das Taric-Ultimate durchkommt. Aber das ist leider Gottes nicht oft der Fall. Ja, Zoe noch ausgebannt. JC als Flexpick mit Jarvan zusammen eliminiert worden. Nicht zu überraschend, ist ein aktueller Meta vollkommen nachvollziehbar. Und es kam für mich in einer etwas besseren Situation. Denn sie haben halt sehr, sehr starke Solo-Laner und haben tatsächlich auch den Last Pick, um halt ihre Solo, zumindest einer Solo-Lane, ein vorzuziehendes Matchup geben zu können. Braum jetzt hier gepickt, ist auch ein Champion, den SK sehr hart favorisiert. Botlane eigentlich zusammengefasst, fast jedes Game, wenn möglich, Lucian, Braum, Alistar, Ezreal oder Tristana. Das ist fast immer die oder Kai'Sa auch noch. Einer dieser Champions wird fast immer gepickt von SK. Den Pool hat man jetzt auf jeden Fall schon gut ausgedünnt. Bitte keine Tristana, bitte keine Tristana. Okay, Duis Tristana ist schon gut, auch wenn sie vielleicht bisher nicht so gut mit dazu. Könnte natürlich hier auch direkt der Rakan dazukommen. Jo. Hast jetzt zwar gegen Braum nicht unbedingt eine harte Counter-Lane oder so, aber Xayah Rakan ist inzwischen wieder auf einem Level, womit du jedes Matchup spielen kannst und eigentlich jedes Team auch bereicherst. Ja, ich bin immer noch ein großer Fan von Galio, muss ich sagen. Also auch, wenn Jarvan zum Beispiel offen geblieben wäre, hätte ich lieber eine Galio-Jarvan-Kombo gesehen, aber mit Xayah Rakan gehe ich hier auch voll und ganz mit. Ich meine, man hätte den Rakan jetzt noch nicht zeigen müssen, da gebe ich dir recht. Ja, aber selbst wenn, also sonst zeigst du halt einen anderen Pick und da du den Rakan ja sowieso mitpicken möchtest, da es auch ziemlich obvious ist, dann nimm lieber das, was der Gegner halt eh erwartet und dann ist es gut, dann hast du halt zumindest jetzt mal den Pick für den Jungle, der versteckt bleibt und ich hoffe, dass der Jungle jetzt als nächstes erstmal genommen wird. Und doch. Jax auch als Flex-Pick? Ja, definitiv. Witzigerweise Tristana als Antwort auf Xayah auch gar nicht so schlecht, ne? Ja, du kannst als Xayah zwar mit der Ultimate den Damage von Tristana ein bisschen negieren, aber insgesamt hast du Push-Pressure, du bist safe, du scales halt gerade aufgrund deiner Range sehr gut und später hast du halt wirklich 200 Range mehr als Xayah gefühlt. Witzig wird's jetzt dann, wenn Tristana versucht mit ihrer Bombe und dem Rocket Jump zu engagen und du halt diesen Stack von der Bombe einfach mit dem Ultimate denyst. Hier sehen wir wieder Rek'Sai, auch nicht so überraschend, auch als Jungler hier als drittes perfekt mit reingebracht. Die Solo-Lanes beide noch offen bei SK und da müssen sie sich jetzt was Gutes einfallen lassen. Mit starken Solo-Lanes kann man hier auf jeden Fall auftrumpfen. Bei Jax wissen sie halt noch nicht, so was wird mit ihm passieren? Geht er in den Jungle, geht er auf die Top-Lane? Da müssen sie sich noch eine Antwortmöglichkeit einfallen lassen. Ah, Cannon hier rausgenommen. Ja, der Katus-Ban lässt so ein bisschen vermuten, dass SK von einem Top-Lane-Jax ausgeht. Aber ist natürlich immer noch der Flex. Cannon jetzt hier rausgenommen, du hast angesprochen. Na, Cannon wäre vor allen Dingen auch ein guter Pick gegen Jax gewesen. SK hat halt bisher so eine Comp, die eigentlich mit allem noch funktioniert. Also die beiden Picks können jetzt alles sein. Du kannst noch einen Split-Pusher dazu packen, kannst ein 1-3-1 draus machen, kannst auch eine gute Teamfight-Comp draus ziehen. Zack jetzt sogar noch rausgenommen. Das ist definitiv ein Target-Ban gegen Kinkov. Kinkov auch ab und zu schon Ivan ausgepackt. Könnte ich mir hier auch ganz gut vorstellen. Aber Ivan aktuell wieder... Er hatte mal so eine kurze Zeit, wo er kurz in die Meta geguckt hat, kurz gesagt hat, so, hi, ich bin wieder da. Rumble-Ban? Kommt der Rumble-Ban noch oder was soll Rumble offen lassen? Rumble auch einer der Champions, der durchaus gegen Jax funktionieren kann. Da kommt der Rumble-Ban. Da bin ich mal gespannt. Ich meine, wenn sie jetzt davon ausgehen, dass sie Top-Lane gegen Jax ran müssen, wäre es jetzt cleverer, halt erst den Top-Lane-Solo-Laner zu picken. Ja, es sollte schon hart. Also es wäre schon ultra harter Bait, zwei Top-Laner wegzubannen und dann Jax in den Jungle zu packen. Ich
gehe mal davon auf, dass man, also Jennings, der kann mit diesem Last Pick auch einfach viel anfangen. Oh, Poppy funktioniert gegen Jax, wäre hier solid. Ja, ist eine wunderbare Antwort, auch gegen Tristana. Aber der Vladimir. Das ist aber noch cleverer, weil der Vladimir quasi auch ein Flexpick an der Stelle ist. Du weißt gar nicht, auf welche Lane wird er jetzt geschickt. Ja, und du hast vor allem jetzt auch lächerliches Teamfight-Potenzial. Yo. Alleine Rakan, Vladimir gewinnen dir Teamfights. Alleine Vladimir gewinnt schon Teamfights. Ja, das stimmt. Also das ist einfach wirklich so Flash-Ulti-E-Kombo. Und da sagen halt schon zwei Drittel deines Teams AD. Sejani da. Das ist eine solide Lösung, aber nicht die beste, muss ich sagen. Ich bin von Sejani aktuell. Wie gesagt, sie passt. So, du kannst sie eigentlich fast überall mit involvieren. Ja, du hast kannst halt sie halt einbauen, aber ich finde sie halt als gute Lösung nicht gut genug, um es mal so auszudrücken. Man darf aber auch nicht vergessen, dass hier Skana, Zac, Javan, die Champions, die im Prinzip das, was Sejuani aktuell ein bisschen besser machen, schon rausgenommen sind. Und du hast ja hier mit dem Jax eine ganz klare Winning Condition über die Sidelane. Das heißt, einen Tank zu picken, der wirklich schwer zu engagen Victor, ist. Victor, das ist für Vladimir ein ziemlich hartes Matchup. Also hier wäre es wirklich angebracht. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass Jennix eher derjenige war, der gesagt hat, hey, gib mir einfach Vladimir, ich kann jedes Matchup spielen. Aber Midlane Victor ist für Vladimir wirklich ein schwer zu spielendes Matchup. Und sie wissen jetzt so ein bisschen, worauf sie sich einlassen. Wiederum, Akali funktioniert gegen Victor sehr gut. Und da würde der Vladimir Flexpick aufgehen. Vladimir gegen Jax ist fein, muss im Early ein bisschen aufpassen. Er kann dich halt schon all-in, dein Damage ist noch zu niedrig und du musst halt mit dem Pool sehr sparsam umgehen, weil der halt mehr Cooldown hat als der Stun von Jax. Aber diese Flexibilitätsmöglichkeit gefällt mir gut und Akali hat man hier fürs Midlane-Matchup gute Ansatzpunkte. Vor allen Dingen, weil Victor gegenüber von Rek'Sai auch sehr gankanfällig ist. Und das ist ein Matchup, was halt bei SK wirklich sehr gut um die Midlane aufgebaut werden kann. Also sehr interessante Draft auf jeden Fall mit völlig verschiedenen Winning Conditions, aber ich tue mich hier gerade schwer, wirklich einen Sieger auszumachen. Also ich habe das Gefühl, dass die von SK wieder ein bisschen einfacher durchzuziehen ist. Es ist halt wirklich eine, wir können splitten, aber wir können auch einfach dir die Fresse eintreten, Komp. So mit Rakan, Rek'Sai, Vladimir, die dir einfach nur das Gesicht kaputt prügeln, während du auf der Seite von Devil's One halt, du hast halt mehr diese kommt, die über lange Teamfights kommen, wenn überhaupt. Ja. Aber hauptsächlich auch einfach den Jax auf der Sideline. Ah, kommt halt drauf an, ne? Sehr also, viel Sicherheit. Ich sag mal, im Late Game sehe ich Devil's One kommen wir schon vorne. Weiß ich gar nicht. Doch, Victor ist halt Late Game. Ja, deutlich Victor vor Akali. Jax auf halt der Sideline wird für Vladimir auch nicht handelbar sein. Aber du hast halt trotzdem immer noch die Möglichkeit, einfach Fights zu force mit Vladimirs Rakan. Also, ich gebe dir recht, Late Game also, geht's eher ja in Richtung Devil's One, aber SK hat ja wieder eine Comp gedraftet, mit der sie sehr gut über Teamfights snowballen können. Jetzt müssen sie nur schauen, dass sie eben ihre Early Leads nicht wieder verspielen, wenn genau sie sich denn dieses Game erarbeiten. Also ich denke auch, dass sie im Late-Game ein bisschen hinterher sind, aber dafür haben sie halt diesen stärkeren Mid-Game-Faktor. Also gerade Akali im Mid-Game kann hier eine wichtige Rolle spielen und wenn Rek'Sai das Ganze um die Midlane herum aufbaut, kann Akali halt auch Druck auf alle Lanes ausüben. Und das ist ja was Jennings halt schon immer gut lag. Halt Mitte reinpushen, einfach verschwinden von der Karte. Er muss gar nicht auf die Sideline gehen. Denn in der Mitte kann es schon einfach relevant sein, dass du halt reinpushen kannst, der Gegner hat keine Vision, du verschwindest halt und der weiß nicht, in welchem Busch bist du, rotierst du wirklich. Kannst du deinem Team überhaupt Informationen geben oder müssen alle defensiv spielen, weil sie davon ausgehen müssen, dass Akali gerade unterwegs ist? Das ist halt immer ein sehr, sehr unangenehmer Faktor. Wenn sie das gut umsetzen, sehe ich halt nach den Winning Conditions von SK, wenn sie es halt wirklich wieder schnell versuchen zu spielen, das Game schon ein bisschen auf ihrer Seite. Aber wenn es zu lange geht, glaube ich, werden sie einen kürzeren ziehen. Das Problem, was ich halt sehe, ist, dass SKs Problem ist einfach häufig war, diese Games zu closen. Ja. Das heißt, jetzt wieder eine Comp zu haben, mit der du definitiv einen Timer hast, könnte ihnen zum Verhängnis werden. Auch die Tristana wird hinten raus einfach super, super gefährlich. Ne? Du hast den Braum, um gut zu peelen. Vladimir wird ein enorm wichtiger Aspekt in diesem Game sein. Stell dich mal. Auch der Victor, wenn der gut ins Spiel kommt, später hast du angesprochen, wird sehr brutal. Ich glaube aber trotzdem, dass sie mit dieser Comp fein aufgestellt sind. Ja. Allerdings, der will auch, die haben auch gute Antworten gefunden tatsächlich. Also, die haben hier wirklich eine Comp, die sehr gut ins Late Game scaled, auch eigentlich vergleichsweise sicher ins Late Game scaled. Vor allem, weil sie halt im Late Game nicht nur die Teamfight-Optionen haben, sondern auch die Split-Push-Optionen. In jedem Szenario. Also, Victor ist halt in der Lage, gegen beide Solo-Laner der Gegner Split zu pushen und auch Jax ist in der Lage, gegen beide Split zu pushen. Was da das Gameplay doch ein bisschen anspruchsvoller für SK machen wird. Oh, das traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Also wer auf diesem Niveau performen will, der muss natürlich auch mit anspruchsvolleren Comps klarkommen. Da wäre natürlich jetzt so diese Oldschool Rek'Sai Ultimate wieder geil gewesen, wo du quasi einfach auf die Sidelane düsen kannst mit der Ultimate und deinen Laner unterstützen kannst. Ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt auf die Botlane, weil ich glaube, das kann in beide Richtungen gehen. Raum und Tristana ist definitiv keine schlechte Kombo. Gerade der Single-Target-Damage ist brutal, auch schon ja. P6. Und das Gank-Potenzial natürlich auch, gemeinsam mit einer Sejuani. Das Problem ist auch mal so ein bisschen, wenn diese Konstellation aus Tristana und Braum nach vorne kommt, sind sie mit Tristana und der Bombe extrem gut darin, den Turrets zu siegen. Ja. Und halt früh auch die Plates abzubauen. Generell ist Tristana ein Champion, der sehr, sehr oppressive ist, wenn er ahead kommt. Also das fühlt sich einfach nur
sehr schwer an, gegen sie tatsächlich noch zu spielen, weil sie halt diese Push-Pressure hat, weil die Türme einfach schmilzen. Auf der anderen Seite, wenn du mit Tristana behind bist, fühlt es sich für dich auch unglaublich bad an. Ja, vor allem das Last-Turret mit dem E und dem Splash-Damage nach jedem Last-Hit ist halt wirklich eine Qual. Ja, du bist halt auch lange Zeit einfach nicht wirklich relevant. Also, sollte SK hier gut nach vorne kommen, dann wird das, glaube ich, ein starkes Game für sie, weil, wie gesagt, Tristana, Viktor, Jax sind alles Champions, die du nicht so gerne von behind spielst. Beziehungsweise die sehr viel Anlauf brauchen, wenn sie einmal hinten sind, um wieder zurückzukommen. Und bisher war ja SK eigentlich so ziemlich jedes Game in den vergangenen Wochen, Monaten Early Game vorne. Auf Botlane hat man jetzt hier wieder gute Push Pressure. Weil die Level 2 erreicht. Oh, schön, dass er noch durchkommt. Die Federn lang perfekt. Das hat er auch perfekt abgeschätzt, dass er diese vier Stacks von Brom nicht durchbekommt, sondern vor dem letzten eben noch das Ganze disengagen kann, um den Schaden zu verhindern. Wolf. Hat man Vision? Man hat Vision, also das muss man jetzt hier spotten. Das Problem ist halt, mit Tristana kannst du halt jetzt schon rein. Also sie stehen halt deep, ne? Und die Vision kommt ziemlich spät. Erst jetzt wissen sie, dass Sejani unterwegs ist. Sofort der Flash hier gegen die engagierte Tristana. Eingeflashter Dash. Oh, ah, da kommt auch nochmal der Stun von Sejani hinterher. Das sollte ihr genug sein. First Blood geht definitiv an Tristana. Boah, vor allem das Jungle-Pathing von Kingcroft war halt, sag ich mal, nicht unbedingt normal. Das heißt, man ist in dieser Situation einfach nicht von diesem Gank ausgegangen. Stark gemacht von ihm und wir hatten es angesprochen. Wenn diese Tristana in Snowball kommt, dann wird es richtig unangenehm. Auch schön konsequent mit dem Flash-Q von Braum. Auch wenn die Antwort von Kidui sofort kam, hat der Q dann trotzdem gesessen. Also, man hat viel gebraucht hier. Man hat 3 Summoners abgegeben, dafür aber auch 3 Summoners bekommen. Also sehr guter Start hier für Devil 2. Ich muss auch sagen, Tristana ist so einer dieser prädestinierten Champions für die Botlane, wo du Level 2, Level 3 halt guten Gank anbringen kannst, weil sie halt einen AOE-Slow hat. Sie stackt quasi die Bombe mit ihrem Rocket Jump, sie slowt dich. Gleichzeitig verursacht der Rocket Jump ja selber nochmal Schaden, was das All-In um einiges erleichtert. Und dann halt weißt du, hast den Jungler im Rücken. Wichtig natürlich dabei auch einfach das Pathing von Frenic. An der Stelle, als Sejani Frenic auf der Toplane gesehen hat, wusste sie, dass der Red Buff gestartet ist, oben mit der Krabbe beschäftigt ist, weil er quasi oben am Ausgang und unten am Ausgang von River and the Ward stand, um ihn dort halt einfach zu timen. Und er konnte halt einfach safe für den Gank auf der Botlane durchgehen. Weil er wusste, es kann kein Counter-Gank kommen. Es war für ihn einfach die perfekte Möglichkeit. Und die Ward von SK war halt sehr, sehr defensiv platziert. Dadurch, dass sie nicht im Tribush stand, sondern davor, man wollte sich halt über River und Tribush abdecken und absichern, hatte man den Nachteil, dass halt die Information so deep wie man stand, zwar kam, aber so spät, dass du halt nicht mehr entkommen konntest. Ich bin gespannt, wann hier Frenic anfängt aktiv zu werden. Normalerweise die Stärke von Rex auch, dass sie schon sehr, sehr early einfach eine hohe Gankfrequenz halten kann. Flash ist auch noch zur Verfügung, aber welche Lane willst du denn hier tatsächlich eigentlich ganken, ist die Frage. Botlane weiterhin hart am Pushen, solange man da Vision oder Backup vom Jungler hat, ist das natürlich sehr gut möglich. Und du hast halt angesprochen, Tristana fühlt sich unter dem Turret extrem unwohl. Aber die Anfälligkeit auf Ganks ist natürlich auch hier gegeben. Vision ist da, also den Backpot wird man definitiv nochmal abbrechen. Oh, der Schild blockt das Ganze. Das ist natürlich bitter. Achso, das kann ich halt vom Malphite auf der Toplane, das habe ich auch schon so oft gemacht. Da wollen wir aber auch die Combo, ne? Das ist der Passive-Schild von Rakan gewesen und der Q hat dann Guardian geprockt. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ich glaube, das war der schon. Mehr ist der schon so dick auf Level 3 oder Level 4? Ich glaube, der war groß genug. Ja, Rakan, please. Man ist ja auch zu dem Punkt, hat Braum hat maximal 2 Punkte in dem Q, da reicht der Schaden halt einfach noch nicht aus, um den Base Damage oder den Base Shield durchdringen zu können. Ja, den falschen Skin, ne? Bei Mafia Braum wäre es halt eine Tür. So eine Tür tut halt ganz schön weh. Ja, das wäre der Unterschied gewesen. Vielleicht hätte er auch einfach ein Fenster nehmen sollen. Oh, Teleport von Viktor relativ offensiv in der Mitte, obwohl er nicht weiß, wo Rexha ist. Sowas kann auch ganz leicht mal ins Höschen gehen. Aber Frenic ist gerade auf der Topseite unterwegs. Ah, und ihr seht schon, Akali. Oh, das sah spaßig aus. Macht dort aus Viktor so ein bisschen Geschnetzeltes im Early. Das ist auch nicht so viele Möglichkeiten, auch dieses Scaling von Viktor braucht halt ein bisschen. Für ihn trotzdem angenehm gewesen. Er konnte sehr lange im Early auf Lane Play, was dazu geführt hat, dass er seine 1150 Gold fürs Passive-Item bekommt. Und ohne Passive-Item als Viktor in die Base gehen zu müssen, ist für dich halt gleich Surrender die Lane. Also für ihn sehr wichtig, dass er überhaupt so lange durchhalten konnte. Führt aber auch im Gegenzug sehr oft dazu, dass du als Viktor sehr defensiv spielen musst. Oh, schön, das Snare. Holy shit, dass sie das überlebt haben, weil das ist normalerweise diese Stumpfheit an Tristana. Du kannst reinspringen und es gibt wenig, was du dagegen machen kannst, aber sowohl der Snare als auch der Neckop von DOS sitzen super, super wichtig. Und jetzt Toplane, währenddessen das Crossmap-Play, Stun sitzt nicht schlecht. Oh, super stark gespielt. Also das war wirklich clean an der Stelle von Aggressivo. Ja, und kann man dafür jetzt für den Drake gehen? Devil's Warden. Die lassen sich hier nicht zurücktreiben. Akali ist unterwegs, der Drache, den muss man hier immer noch tanken. Der dreht sich ja hinten um. Akali ist mittendrin, die will ihre Kills haben. Synchro Flow, oben Braum kann rausspringen, aber Sejani, der kann keiner mehr helfen.
Oh Gott, ja, wo willst du hin, Tristana, ist die Frage. Jetzt rausgegangen, kein Mana mehr für Victor. Oh, und da kommt die zweite Instanz vom Laser, die er einfach noch rackern weggrillt. Aber da kann man auch ein bisschen später flashen. Hat dafür seine Akali gesaved, sich selbst in den Tod befördert. Frenic noch Level 5, wird hier also niemanden wahrscheinlich snipen können. Ehre. Ehre für die Supports, die sich halt für ihre Carries halt einfach dort reinschmeißen. Drake geht damit an Devil's Run, also der Trade ist hier dank Aggressivo sehr gut ausgegangen. Wäre er da gestorben, hätte er so viel Toplane verloren. Ist jetzt auch schon so 10 CS behind, dafür leveltechnisch ein bisschen vorne. Also es ist hier auf jeden Fall ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber der erste Kill ist auf dem Konto von Genex gelandet. Auch bei Matislav, aber so eine Akali, die kann mit so einem Early-Kill, glaube ich, schon ein bisschen mehr anfangen. Also die willst du wirklich nicht in Snowball bringen. War mutig, dass man den Dragon da contestet hat, aber hat eigentlich nicht schlecht funktioniert. Wobei da Devil's One am Ende doch gut ging. Ja, wenn die Gegner sich da halt noch ein bisschen schlechter positionieren. Ja. Du sagst es, Devil's One, sie haben es halt gut gemacht. Und da Kali halt mehr AOE-Schaden rausbekommt, dann geht es sogar noch anders aus. Genau, ist das Ding. Asakra hat sich oben gut die Lane gefreezed für Aggressivo halt. Selbst nach dem Gank immer noch eine Plage dort, um stehen zu müssen. Asakra versucht halt sogar weiterhin aggressiv die Lane zu freezen. Verliert dafür aber einiges an Leben. Das ist ein bisschen mutig. What? Er hat halt immer noch sein Pool, kann sich gleich nochmal gegenheilen. Oh, schön die Bola hier abgewartet. Stark, vor allem ist die Seju gerade erst Level 6 geworden. Also Da hat er quasi genau gewusst, was der Plan von Kingcroft ist. Trotzdem setzt er jetzt hier wahrscheinlich sogar zum... Naja, setzt nicht zum Treffer. Dass der Jax weggegangen ist, ist halt sehr wichtig gewesen. Oh, vor allem Rek'Sai ist jetzt unterwegs, um oben nochmal das Ganze zu punishen. Oh, das war bitter, aber er hat den Dash unterbrochen. Dodge steht in Slow mit dem Ultimate. Oh, das kann reichen. Ah, wenn er nochmal einen Knock-Up durchbekommt. Zack, hat doch Flash. Oh, da kommt Akali. Eilchen. Es reicht. Oh, wei, es reicht vielleicht doch nicht. Genex, okay. Oh, die Ultimate von Vladimir wird ja auch nicht reichen. Genex jetzt unterwegs. Jetzt hat es endlich gereicht mit Mühe und Not. Aber was will er daraus machen, ist die Frage. Wie lange hat er noch Cooldown? Ja, hat noch zu viel Cooldown, er ist tot. Hundertprozentig. Er ist dead. Ja, das war nicht der cleanste Dive, das muss man auf jeden Fall sagen. Kill für ihn, dafür geht Midlane wahrscheinlich ein Plating verloren. Ich glaube aber Frenic, ich will gerne so eine Wiederholung sehen, ich glaube Frenic hat einen Knock-Up missplayed, weil er einen Knock-Up nicht durchbekommen hat. Ja, Kingcroft hat es mit seinem eigenen Q, glaube ich, gecancelt, wenn ich das richtig gesehen habe. Also da ist auf jeden Fall einiges schief gegangen insgesamt, aber... Oh, vor allen Dingen guckt ihr mal an, was Genex in der Mitte verliert. Das ist halt so bitter. Zwei Plates annähern und vor allen Dingen zwei Waves, die er für einen Kill vor Toplane abtreten muss. Das war es nicht wert für ihn. Er ist goldtechnisch quasi even, obwohl er einen Kill mehr hat. Also Matislav kann da gut aufholen. Das ist halt immer die Kosten von so einem Roam. Frenic hat dafür nochmal ein gutes Farmpolster jetzt bekommen. Ist hier Head im Jungle-Matchup. Botlane läuft auch den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Knapp 200 Gold ist man an der Stelle behind. Und vor allem dem Vladimir geht es halt richtig, richtig gut hier. Aber bisher kann sich hier noch niemand so richtig absetzen. Dennoch muss man natürlich sagen, dass hier der Zeitdruck wahrscheinlich eher auf der Seite von SK ist. Gerade diese Akali, die wird jetzt bald mega strong, wenn sie ihr Gunblade fertig hat. Ja, genau. Sie sind halt nicht chancenlos im Late Game. Das will ich hier nochmal klar betonen. Aber sie haben halt trotzdem den Nachteil, was halt nicht unbedingt angenehmer macht. Ja, du hast ja schon gerade Victor, ne? Der ist jetzt nicht useless, aber mit jedem Item, was der bekommt, das ist... Der wird halt Gott im Late Game, ne? Das ist wirklich böse. Es gibt halt fast keinen besser scalenden Champion. Oh, ich glaube, der Rocket Jump wurde gerade gecancelt. Das ist bitter. Da kommt der Charme hinterher. Und Kidui, der gönnt sich nicht den Kill. Der geht an Doss. Ignite ist halt doch manchmal ein Schweinehund. Ja, vor allem, er macht extra Flash-Ult, um den Kill zu securen. Jo. Aber da reicht dann am Ende doch das Ignite. Ist natürlich bitter, aber... Wichtig, dass man dieses 2v2 für sich entscheidet. Jetzt allerdings hier Joani zur Stelle. Geht man da natürlich? Bola sitzt. Ah. Da kommt nochmal die Möglichkeit für den Engage. Kidui super low. Kein Flash mehr. Versucht dort den Kill hier zu forcen. Aber der Schild einfach zu stabil von Braum. Da jetzt ein Ult zu haben, wäre ziemlich nice. Frenic geht rein. Das könnte reichen vom Damage. Die Passive ist bereits ausgelaufen. Ultimate ist ready. Nee, aber Rakan kann nicht mehr followen. Warte mal, der Stun ist draußen. Schade. Ah, ist das bitter. Die Sache, er hat sein Ultimate gehabt. Aber im besten Fall wäre es da, glaube ich, schon 1-for-1 geworden. Und im schlechtesten Fall hätte er den Kill nicht bekommen. Ja, das wäre definitiv zu risky gewesen. Vor allem hat er jetzt einen Tempovorteil ja auch einfach dadurch, dass er die Seju in die Base schickt, sich selbst dann nochmal ein bisschen weiter hochfarmen kann. Aber das ist wirklich ein knappes Spiel an der Stelle. Oh, okay, schön. Jax jetzt hier am Engagen. Oh, so ein kleines Mindgame. Sakra muss hier das All-In einfach respektieren, kann ja natürlich nicht für den Kill gehen, aber gewinnt halt den Trade. Ja, vor allem, wenn der Jax seine Ulti aktiv used, dann... ist das hier ein Trade, den er gerne eingeht. Hat er einfach deutlich mehr Sustain. Also als Vladimir sind solche Trades halt kein Problem. Unterm Turret jetzt hier aber unterwegs. Das ist sehr risky. Der Stun sitzt. Perfekt direkt. Q. Oh Gott, dass der so viel Schaden gemacht hat, ohne verstärkt zu werden. Damit habe ich selber nicht gerechnet. Welcome to Vladimir Town. Ja, Ultimate von Jax war schon auf cooldown. Also Sakra hier wieder auf einem Carry und wieder super, super stark dabei mit dem Solo-Kill. Oh, das ist halt, die Victor-Ultimate ist halt gegen Akali so useless.
Aber links, rechts, oben, unten. Aber Jamie ist auch ohne Ultimate unterwegs. Ja, und trotzdem gewinnt er den Trader, was die HP angeht. Also, SK rutscht hier langsam aber sicher nach vorne. Kriegen jetzt hier auch den zweiten Drake. Damit gleicht sich das Ocean technisch auch wieder aus. Und der Vladimir könnte hier nochmal zu einem echten Problem werden. Ah, Ocean Drake ist schon ganz lecker. Der Nachteil wäre damit beglichen. Es wird nochmal gespottet, zum Beispiel, dass Rex jetzt Base geht, aber ich glaube, da braucht man sich jetzt nicht großartig drum scheren. Damit ihr nochmal kurz die Shroud von Akali zu sehen. Man beantwortet das Ganze jetzt hier crossmap-mäßig mit dem Herald. Nichts Ungewöhnliches. Man hat Rexxer ja safe in Base gehen sehen. Also gibt es ja niemanden, der ihn stören kann. Du hast Mid-Prio, du hast Top-End-Prio. Alle waren gebased vorher. Das ist ein Free-Herald. Und am besten gleich einsetzen. Und zwar bevor 40 Minuten um sind. Ja, nochmal so ein paar Playlinks zu bekommen wäre natürlich ziemlich nice. Gunblade bei Akali auch jeden Moment fertig, während Botlane Xayah wieder auf Essence zusteuert. Ist aber für Jennings jetzt wirklich noch eine blöde Situation. Einen Gunblade nicht am Stück jetzt kaufen zu können, ist halt ein richtig großer Nachteil. Weil jetzt die Kombinationskosten sind für ihn ein riesen Powerspike, aber er hat sie eben noch nicht. Oh, und Toplane jetzt. Oh, der Bait ist da. Ah, Flash ist noch ready, das sollte er überleben, oder? Ja, die Bola. Oh Gott, die geht halt komplett so in die andere Richtung. Vor allem der Stun war sogar noch auf Sack. Ja, drauf. Das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Ich dachte eigentlich, dass die Seju einfach den E used. Ich hätte auch gedacht, dass er einfach bis reinläuft, ist den E used und dann die Bola hinterher knallt. Ja, das hat Zack wirklich gut gespielt. Oh, Frenic unterwegs. Oh, er stellt keine Ward rein. Frenic wartet hier intelligent, aber trifft da die Kombo nicht. Das Ward dann von Aggressivo doch ein bisschen weiter hinten platziert. Kann sogar noch Control Ward jetzt in den Tri-Bush reinpacken. Also Frenic hier gerade mit Problem, wirklich Impact zu haben, aber outfarmt dafür natürlich Kinkroff trotzdem. Nichtsdestotrotz hat Rexxer eigentlich ein bisschen mehr Drang, Early Game relevant zu sein. Sejuani ist halt tanky, ne? Die hat CC, die wird hinten raus bereit scalen. Top Lane, jetzt der Dive-Versuch von Frenic, aber Kinkroff ist zur Stelle. Die Frage ist, ahnt man das? Das 2v2? Könnte unterm Tower unschön ausgehen. Also, sie haben Sejuani, glaube ich, schon gesehen. Ja, spätestens jetzt. Und die Q sitzen heute aber nicht so. Na, schön, aber hochgeheilt. Vladimir ist da ja ein schöner Champion. Aber hat keine Ultimate mehr. Frenic sogar mit einem riskanten Perfekt. Jennings, aber mal auf Top Lane. Zur Stelle. Und Kingrub ist schon super, super low. Was kann er noch machen? Nichts mehr. Frenic mit dem Execute. Jetzt kommt jetzt Victor mit dazu. Aber Aggressivo, der macht das hier wieder wunderbar. Kein Pool für Sakre. Der sieht hier mal ganz kurz in die schwarze Röhre. Oh, Martinslav, der hat immer noch Bock. Der will sich Jennings dann auch gönnen. Q ist da, die Kuppel kann ja aber nicht perfekt gestellt werden. Da ist auch der kleine Dash von Jennings da und im Endeffekt wird es wieder nur ein 1-1-Drake. Ja, diese Topline-Dives haben sich bisher nicht wirklich ausgezahlt. Aggressivo spielt das aber auch immer echt nicht verkehrt. Kinkroff da, dann derjenige, den es getroffen hat. Aber Victor kommt hier richtig, richtig gut ins Spiel. Das könnte wirklich zu einem dicken Problem werden. Vladimir aber auch. Also der hat jetzt sein Protobelt bereits ready, steuert direkt aufs nächste Item zu, während Jax immer noch fleißig auf sein Trinity hinarbeitet und man sieht halt, dieser Vladimir macht so brachialen Schaden schon jetzt. Gunblade jetzt auch endlich fertig bei Jennings, also auch das nochmal ein wichtiger, wichtiger Powerspike. Und SK hauchdünn vorne, 500 Gold. Ist eigentlich zu vernachlässigen. Aber Victor hat jetzt ein Passive Item wirklich auf der letzten Stufe und das so schnell. Ich denke halt wirklich, im Midgame hat SK nochmal die Nase vorne, einfach nur weil sie da diese harte All-In-Comp haben mit Vladimir Rakan. Ja, und ich habe ja auch eben gerade gesagt, dass das alleine das Gunblade jetzt auf Akali ist halt schon mal ein wichtiger Unterschied. Also ich glaube, der Moment, wo der Jax anfängt, auf der Sideline wirklich Druck zu haben, ist der Moment, wo SK anfängt, Probleme zu kriegen. Aber da ist man noch weit von entfernt, gerade weil Sakri hier auch einfach 40 CS vorne ist. Das ist halt für den Solo-Lane ist 40 CS halt so unmenschlich. Das ist halt ein Unterschied, den du einfach nicht ausgleichen kannst durch Skill. Die Items, die sind da maßgeblich für verantwortlich, dass du einfach besonders deine Knöpfe jetzt bei mir drückst, dich gegenheilst, den Gegner low hältst und einfach die Lane gewinnst. Und die richtig schönen Momente kommen dann halt irgendwann, wenn Vladimir noch einen Death Cap mit dazu hat und sich halt einfach um zwei Drittel HP heilt und dich um zwei Drittel HP erleichtert. Und denkst du, oh, der hat doch 10%, geh ich mal rein. Und das Ult geht in den Pool rein, kriegt danach nochmal, wenn er aus dem Pool rauskommt, die verstärkten Q. Und dreht das ganze Matchup nochmal um. In Teamfights, wenn du halt viele Gegner hast, die du halt wirklich mit dem Ultimate auch belegen kannst, hast du halt auch viele Möglichkeiten, dich noch stärker gegenzuheilen. So, Toppen. Boah, das tut so weh. Das Hivo. Aber der geht auch weiterhin straight up auf Trinity, ne? Er hat hier keine Magic Resist, die ihn irgendwie diese Lane erleichtern würden. Stattdessen einfach straight up Richtung Trinity. Er sagt, ich krieg eh auf die Schnauze, da habe ich wenigstens Damage. Wow. So fühlt sich zumindest an. Kickwurf inzwischen auch weit nach hinten gefallen. Jetzt placed er hier den Herald, der wäre auf jeden Fall sonst ausgelaufen jede Sekunde. 3 Minute 17. Ja, Playlinks sind nicht mehr zur Verfügung. Aber den Turret wird man hier wahrscheinlich bekommen. Also, Frenic moved jetzt in die Mitte, aber ein Dash sollte hier wahrscheinlich sogar ausreichen. Und beide Botlanes sind halt auch unterwegs. Das ist vielleicht Turret. Mal ordentlich zu einem Clash kommen. Nee. Den Fight würde man zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich sogar... Das ist schwierig, ne? Also ich glaube, es hängt natürlich auch an der Umsetzung ab. Kommt ein bisschen auf die Ausgangssituation drauf an. Gehe ich vollkommen mit bei dir.
Der nächste Drache, der jetzt spawnt, dafür halt auch nochmal bitter, dass man diesen mittleren Turm eben aufgeben musste. Ich find's wirklich richtig, dass sich Phoenix sagt, ich spiele einfach weiter um unsere Winning Condition oder um denjenigen, der gerade schon so weit vorne ist, diesen Vladimir weiter zumindest Sicherheit zu geben, dass er seinen Lane aggressiv spielen kann. Er ist 2000 Gold vorne. Er hat mehr Gold wieder als das gesamte Team. Dafür ist gerade Midlane und ja, eigentlich hauptsächlich die Midlane inzwischen ein kleines bisschen behind gefallen. Also für SK jetzt diesen Vladimir auch wirklich zu nutzen, um das Spiel weiter von vorne zu spielen, wird hier, denke ich, wichtig werden. Im Prinzip muss Devils jetzt an jedem Objective, wo der Vladimir hinrotiert, eine Menge Respekt haben. Außer zum Mäusemaken, schon wieder ein Ocean Drake. Heute ist sowieso ein bisschen der Tag des Ocean Drakes, habe ich das Gefühl. Keine großartig anderen Drachen, die sich hier offenbaren möchten. Nochmal für SK der Zweite, für einen potenziellen Elder Drake, auch verstärkend. Aber, sind wir mal ehrlich, wer hätte an der Stelle nicht lieber einen Infernal Drake gehabt oder einen Bergdrachen? Gerade Infernal Drake ist ja auch was, was Vladimir nochmal doppelt gut verwerten kann. Ja, definitiv. Aber vielleicht kommt das ja noch. Jetzt Kingkopf wieder unten unterwegs. Gar keine Vision für SK Spotted, aber die spielen halt auch super, super safe und das können sie ja auch mit diesem Duo. Backport erfolgt. Das heißt, man ist sich bewusst, dass der Botlane-Turm da jetzt fallen wird, wahrscheinlich. Die Frage ist, wo rotiert man denn hin? Wobei, nee, der Botlane-Turm könnte das sogar noch überleben. Man muss jetzt nur aufpassen, ne? Da setzt Kingcroft zum Dive an. Oh ja, also wenn die jetzt einfach wieder auf die Lane laufen. Ja, ah, nee, okay. Direkt. Sie wollen direkt für den Turm gehen. Ich glaube, das schaffen sie auch. Mit dem Double Rush 6 dazu und der Bomber, ja, ja, da reicht das hier dicker aus. Aber trotzdem, First Blood ist bereits gefallen. Turret Vorteil insgesamt für Devils, aber der Goldfutter weiterhin auf der Seite von SK. Am Ende wird es komplett auf diesen Vladimir ankommen. Wie gut kann SK diesen Vladimir enablen? Wie hart kann er dieses Game carryen? Ich meine, der ist halt so voll gepumpt jetzt. Hat einiges an Ressourcen bekommen. Ja. Und gerade Viktor und Tristana sind doch eher anfällig gegen den Vladimir, würde ich behaupten. Definitiv. Kommt natürlich auch später so ein bisschen aufs Positioning drauf an, wenn die im Teamfight zusammenstehen und er beide gleichzeitig comboen kann. Halleluja. Wenn die weit auseinanderstehen und er bloß einen bekommt, könnte der andere Carry halt wirklich ein Drama für SK vorbereitet haben. Tristana und Xayah jetzt beide kurz vom zweiten Item, dürfen also bald offiziell League of Legends spielen. Und dann kommt Vladimir und sagt Hallöchen. Auch Midlane jetzt, Jennings mit der Penetration am Start, hat sich trotzdem die Merkus geschnappt, macht gegen die Comp hier definitiv Sinn. Kingkopf jetzt auf dem Weg in die Mitte. Der hatte hier wirklich Probleme irgendwie ins Spiel zu finden. Er fällt farmtechnisch immer weiter nach hinten, ist jetzt 2 Level hinter Frenic, 1-3 unterwegs. Also die Sejuani macht sich bisher nicht aus, macht sich bisher nicht bezahlt, wird aber im Late Game definitiv trotzdem ein wichtiger Teil der Teamcomp sein, einfach diese Frontline zu bilden und auch nochmal das Engage-Tool zu sein. Ist nicht zuletzt natürlich auch irgendwo durch sein Pathing zustande gekommen, dass er halt für die Botlane vorhin, also er hat quasi seinen Botside-Jungle geklärt, ist dann nochmal Botlane marschiert und hat unheimlich viel Zeit verloren. Weil er bis er dann halt auf der Toplane irgendwann ankommt, um seinen Jungle zu clearen, ist halt entweder alles genommen worden oder ja, die Camps spawnen halt schon wieder auf der anderen Seite. Da hat er halt wirklich viel investiert. Gleichzeitig. Er hat halt auch extrem viel Zeit in Toplane. Genau, dann diese Toplane-Dives, die er auch bloß reaktiv abwehren kann, wo er halt gar nichts an Ressourcen großartig rausbekommt und trotzdem Farm fürs Team verloren geht. Wer Aggressivo halt zwar schafft zu überleben, aber in dem Moment halt trotzdem nicht farmen kann, ist halt natürlich auch nichts, was ihn dort weiter nach vorne bringt. Ja. So, da kann man es auch irgendwo verstehen. Nichtsdestotrotz ist Sejuani immer noch ein Champion, der halt einfach nicht viele Ressourcen braucht. So Tanks sind ja einfach ein bisschen stumpfer als andere Champions. Ja, genau, ist der Punkt. Und die kommt von SK ist jetzt auch keine Tank-Shred-Com. Also Vladimir, Akali, Rek'Sai sind 3 Champions, die eigentlich eher am Tank vorbeispielen wollen. Xayah später macht auf jeden Fall eine Menge DPS, aber bis dahin wird es noch eine ganze Weile dauern. Spellbinder jetzt auch jeden Moment fertig bei Vladimir. Geht es immer Base. Oh, entscheidet sich stattdessen für die Double Penetration. Das tut natürlich der Backline nochmal ordentlich weh. Banshee ist jetzt allerdings fertig bei Viktor. Ja, ist eine ganz klare Teamfight-Orientierung, die Vladimir hier anstrebt. Ja, für seinen eigenen Sinn gegen Rakan, ja. Das ist so ein wichtiges Item. Für sein eigenes Matchup ist es tatsächlich nicht so gut. Allein wenn die Ultimate von Jackson mal All-In kommt, wird er mit der Double Penetration halt viel zu wenig Effektivität erzielen können. Auch da verwandelst du ja nochmal ordentlich was an Stats und Magieresistenzen bei Jax. Ja, aber im Prinzip ist der Jax ja auch im 1 gegen 1 eigentlich nicht gefährdet. So, er hat keine Pressure, er muss aufpassen, aber normalerweise sollte Jax zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr wirklich sterben können. Und für Vladimir geht es jetzt halt darum, mit dem Lead, den er sich über die Lane erarbeitet hat, die Teamfights zu carryen. Akali jetzt auch auf der Sideline unterwegs, auch da fühlt sich ein Viktor ein bisschen weniger wohl als ein Akali. Das ist halt eine längere Lane, der ist halt verdammt immobil. Er hat halt gut Movement Speed, aber es geht halt über, genau, über sein Passive-Item kann man das so ein bisschen ausgleichen. Der hat halt mit seiner Kuppe schon ein gewisses Zone-Potenzial, was man in Rek'Sai nicht unterschätzen sollte, weil Rek'Sai ja immer geforst ist, in diesen Tunnel reinzukrabbeln und halt mal an einer bestimmten Stelle rauskommt. Und wenn du da schon die Kuppe hinstellst, quasi in der Animation vom Tunnel, fängt der Sog schon an, also dieser Slows von der Kuppe, und dann musst du dich ja vom Zentrum auch noch rausbewegen und du wirst halt meistens dann nochmal getroffen und halt zurück reingesaugt, was es Viktor dort peelmäßig ein bisschen leichter macht. Aber gegen Akali bist du halt trotzdem aufgeschmissen. Denn die bewegt sich da einfach durch. Wenn sie genug Schaden hat, dich im All-In zu vernichten. Halleluja. Deswegen auch die richtige Entscheidung hier. Und die vorsichtige Entscheidung mit den Banshees auf Viktor. Das Einzige, was er jetzt noch nicht hat,
ist Cooldown Reduction. Vladimir ohne Cooldown Reduction fühlt sich halt immer so ein bisschen weird an. Ihr müsst euch auch vorstellen, ne, Vladimir verwertet Cooldown Reduction quasi besser als andere Champions. Darüber, dass er quasi nochmal über sein Passive-Item extra Spells auf seine, oder extra Effekte auf seine Spells nochmal zusätzlich bekommt, ist für ihn auch gleichzeitig Cooldown Reduction zum Beispiel Mobilität über den Q. Es ist Wave Clear für ihn. Es ist halt nicht nur banaler Damage, den du halt nochmal dazu bekommst, sondern es hat wirklich viele Nützlichkeiten für ihn. Oh, Sakra. Seht ihr ein bisschen was? Ja, wichtig da auch mit der Ultimate nochmal Face Rush geprockt, um das zu überleben. Botlane währenddessen Überzahlsituation, dadurch kriegt Jennings hier den Turret. Also es ist weiterhin absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Crossman Plays hier links und rechts und ich denke mal, so bei 2-3 Items wird SK auf jeden Fall versuchen, über Teamfights das Game zu gewinnen. Wenn es dann weitergeht Richtung 4. bis 5. Item, da sehe ich dann die Comp von Devils einfach vor. Das ist doch endlich mal ein Zuckerdrache hier für SK. Den können die richtig gut gebrauchen. Ja. 10% extra AP und AD, ein richtig schöner Kuschelteleport hinterher. Und Vladimir kriegt von diesen AP auch nochmal Leben wieder. Aber Devils war sich bewusst, dass sie gerade sowas wie ein Dragonfight absolut nicht nehmen können. Gerade wenn das Teleport von Vladimir ready ist. Also haben sie versucht, wenigstens auf der anderen Seite der Map irgendwas zu holen. Hätten sie den Vladimir getötet, hätte man vielleicht einen T2-Turret bekommen. So muss man den Drake eh abgeben. Aber wichtig für SK, du hast es angesprochen, gerade eigentlich fürs ganze Team super wichtiger Drache, um hier nochmal ein bisschen das Scaling zu verbessern. Nash ist auch inzwischen gespawnt. Da hat man auf der Seite von SK jetzt nicht die super krasse Comp, auch ohne Mountain Drake. Auf der Seite von Devils ist es ein bisschen potenter. Trotzdem auch hier wieder. Devils ist, glaube ich, gerade gut damit beraten, 5 gegen 5 Fights zu vermeiden. Definitiv. Also es wird auch nicht der Moment kommen, wo der Jax mehr Impact in einem Fight hat als Vladimir. Zumindest nicht in einem, also wirklich nicht in einem 5 gegen 5. Also, ich selber ist es zumindest sehr, sehr viel schwerer. Wenn er halt einen 5-Mann-Stun oder sowas landen kann, kann man halt immer noch für argumentieren. Ja, aber gut, da müssen die Gegner schon einiges. Aber wenn du halt da gegenüber stellst, zum Beispiel, dass Vladimir halt eine 5-Mann-Kombo mit seinem Ultimate eh landet, so, das ist natürlich deutlich effektiver. Ich weiß halt nicht, ob und wann der Punkt kommt. Oh, Midlane. 4 gegen 4 ist das Ganze schon ein bisschen mehr möglich. Ohne den Vladimir hat SK, glaube ich, schon ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, der Vladimir hat immer noch Teleport. Das stimmt. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist so, wann kommt der Punkt, wo Jax anfängt, den Vladimir auf der Sideline zu pressuren? Und ich glaube, der wird auf jeden Fall irgendwann kommen, spätestens wenn er halt zu viele MR hat, anfängt auch vielleicht einen Executioners zu kaufen. Aber bis dahin wird es noch eine Weile dauern, weil Jax hat einfach kein Gold gerade. Hm? Ich sag mal so ab, spätestens ab dem dritten Item, denke ich mal, wird es schwierig für Vladimir. Da muss er die Pressure langsam abgeben. Auch da, also Jax fühlt sich ja, wenn die Türme genommen wurden, auf einer langen Lane am wohlsten. Weil er bleibt einfach bloß an dir kleben, du wirst nicht mehr los. Bei ihm sind auch die Level sehr relevant, nicht nur das Gold. So, jeder Punkt, den er nochmal in den Q investieren kann, um halt Cooldown Reduction auf sein Gap Closer zu bekommen, ist halt enorm wichtig, weil er halt jederzeit deeskalieren kann oder eben dich im All-In vernichtet. Ja. Da auch einfach die Entscheidung später zu haben, reinzugehen und du merkst, ah, es wird doch nicht ganz so und wieder rausgehen zu können, ist halt echt so ein Vorteil, den sich nicht jeder Champion erlauben kann. Akali jetzt auch kurz vorm Rabadon. Also ich glaube, das ist wirklich so der Moment, wo SK anfängt, Fights hart zu forcen. Wenn jetzt Vladimir sein zweites richtiges Item fertig hat und die Akali Rabadons, das ist der Moment, wo du anfängst, hier wirklich richtig explosiv zu werden. QSS sogar bei Kiduya am Start, muss ich sagen, finde ich fast ein bisschen sehr vorsichtig. Du hast einen Champion, der einen Knopf hat, der alles dodgt so ein bisschen und auf der anderen Seite kann ich es trotzdem verstehen. Es ist auch viel CC im gegnerischen Team. Da ist Sejuani, Jax mit dazu, die Braum-Passive, der Braum-Knock-Up. Gerade diese Kombo Sejuani ultet dich, du musst die Sejuani ulten und dann kommt Jax einfach und stunt dich, bist du tot. Ja. Und ein toter AD Carry macht bekanntlich relativ wenig Damage. Das bedeutet aber, dass jeder Champion macht tot nicht unbedingt viel Damage. Außer Chartus, ne? Außer, ja, das stimmt. Und Sion. Und Kog'Maw. Ja, vielleicht gibt es noch ein paar. Trotzdem fängt die Tristana dadurch jetzt noch viel, viel schneller an, die Xayah wirklich damage-technisch zu überflügeln. Später, würde ich sogar sagen, macht Xayah wahrscheinlich mehr Damage als eine Tristana. Dafür hat Tristana halt viel mehr Range. Aber wenn die einfach 1300 Gold in Damage investieren kann, hat die jetzt schon ihre 80% Crit. Ihre 75% Crit. Weil später hat Xayah immer noch den Vorteil, dass sie quasi diesen Flächenschaden noch verursachen kann. Ja. Was halt gegenüber von Tristana halt schon nicht belanglos ist. Fakt ist aber auch, dass das definitiv kein Game ist, was die Xayah im Midgame carried. Also auch wenn sie jetzt als Standard QSS noch ein BF hätte, würde sie die Fights damit jetzt nicht wirklich hart carryen, sondern es kommt am Ende auf diesen Vladimir und auf dieser Akali an. Ja. Rabadons bei beiden fertig und SK muss jetzt langsam mal eine Eröffnung finden. Die müssen den Knaller jetzt langsam zünden, weil bisher haben sie diese Stärke von Vladimir in den Teamfights überhaupt nicht ausnutzen können. Das ist halt für Vladimir hier auch sehr, sehr schwer. Also klar, an Viktor ranzukommen geht noch, aber Tristana mit jedem Level, das sie dazu bekommt, mit jeder Reichweite, die sie halt dazu bekommt, auch über das Rapid Fire Cannon, wird sie halt positionstechnisch weiter hinten stehen und Vladimir ist halt, ich sag mal, nicht der mobilste Champion. Mit Flash und Face Rush kannst du gewissermaßen ein bisschen was ausgleichen. Aber Tristana alleine halt zu bekommen, mit einer halben Combo vielleicht, die du in der Backline noch anbringen kannst. Also mit dem Item-Bild brauchst du, glaube ich, wirklich nur. Also da reicht Ult-Q fast schon aus, um die zu töten, die Tristana. Naja,
Gut, das Vladimir Ultimate war so lächerlich viel Schaden. Jetzt auch Level 16 erreicht bei beiden. Aber trotzdem spielt Devils das hier sicher, weil sie wissen, dass SK diesen Engage braucht, um zu snowballen. Und solange die einfach safe stehen und sich nicht engagen lassen, fehlt es SK hier so ein bisschen an Optionen. Sie werden sich wahrscheinlich versuchen, an die Objectives zu klammern. Der nächste Drake, wenn der natürlich nochmal... Wir werden es gleich sehen. Wir sehen es nicht. Aber der nächste Drake, der wird wahrscheinlich auch nochmal SK gehören. Also sie haben die Kontrolle über die Map komplett. Devils, die spielen sehr vorsichtig, komplett in ihrer eigenen Base eingekerkert. Aber es ist okay, weil SK sich nicht wirklich nach vorne spielen kann. Weil jetzt so ein Elder Drake natürlich auch nochmal eine potenzielle zusätzliche Winning Condition ist. Definitiv. Ein Elder Drake mit den ganzen Drachen, die sie bekommen können, also mindestens 4 an der Anzahl. Wenn sie jetzt schnell sind, könnten sie sogar noch einen 5. bekommen. Und dann Vladimir, der halt diesen Schaden noch den 2-Damage-Buff auf alle verteilt, wäre halt ganz okay. DOS wird engaged, kommt hier aber ziemlich gut raus. Genex wartet nur in der Flanke und der Teleport. Der ist hier der Untergang, er kann nicht gecancelt werden. Aggressivo, der hat noch ein Leben. Da kommt ein Sakra aus der Flanke, kann sich aber nur zurückziehen. Kein Flash für ihn möglich und bisher ist tatsächlich nicht ein einziger Todesfall zu beklagen. Aber der Infernal Drake ist jetzt gut in Aussicht für SK, was hier scaling-technisch nochmal sehr gut in ihre Karten spielt. Das ist ein Game. Dass diese zwei Infernal Drakes jetzt spawnen, ist so wichtig für SK. RNG! Aber ich meine, trotzdem musst du irgendwie halt Fights forcen können, damit diese Infernal Drakes auch was machen. Und bisher fällt ihnen das enorm schwierig. Weil das natürlich auch eine Situation ist, also wenn sie nicht forcen und halt irgendwann der Gegner ungeduldig wird und in sie quasi rein engaged, dann ist das halt auch nochmal ein Ticken einfacher für sie halt eine Fightmöglichkeit zu finden. Weil wenn du halt versuchst, in den Vladimir rein zu engagen, dann ist das für ihn eine free Eröffnung. Da braucht er halt wirklich keine Beine mehr, um nicht reinzukommen. Morello ist jetzt sogar fertiggestellt bei Vladimir. Das ist halt wirklich ein richtig brachialer Itembild. Stopwatch bei Akali am Start. Und die MR kommt langsam bei Tristana. Die denkt sich so, huch, ja, der macht bestimmt ein bisschen Damage. Muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, aber die Frage ist, reicht hier so ein müder Hextrinker aus, um überhaupt Vladimir's Burst zu denyen? Ich wage es zu bezweifeln, wenn ich ehrlich bin. Und man muss sagen, worin Devils bisher sehr gut ist, ist einfach darin nicht zu sterben. Aber damit gewinnt man auch keine Spiele. Ja, das ist halt einfach keine Winning Condition, ne? Einfach nur nicht zu sterben. Also manchmal schon, okay, in ganz speziellen... Also ich glaube, sie warten einfach nur, bis sie Full-Item-Build sind und hoffen, dass dann irgendwie... Ich glaube, sie werden hier nicht zu hart outscalen. Vor allem, wenn du jetzt halt... Gerade die zwei Infernal Drakes. Genau, die sind jetzt halt so maßgeblich dafür, dass halt auch Vladimir vor allen Dingen ein übelstes Beast wird. Und der ist wirklich, dass dieser Jax ein bisschen... Der nächste Drache ist nochmal ein Elemental Drake. Dann müssen wir gleich mal gucken, was das wird. Also der Jax ist halt wirklich, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt. Wenn der irgendwann anfängt, auf der Sidelane richtig Ärger zu machen, dann wird es für SK unangenehm. Weil man merkt ja gerade, was für miese Probleme sie haben, Fights zu forcen. Und wenn du dann auch noch einen Jax hast, der gerade an deinen Inhib klebt... Dann wird das schon echt schön, echt unschön. Und ich glaube, am Ende wird es wahrscheinlich wieder auf den 50-50 Nash hinaus. Also wenn SK es jetzt in den nächsten Minuten nicht schafft, irgendwie Engages zu forcen, dann wird es wahrscheinlich wieder Nash werden. Das sieht hier ein bisschen was. Weiß ich nicht so gefährlich. Der nächste ist anscheinend wieder ein Infernal. Das ist natürlich richtig geil für SK. Ein dritter Infernal wäre hier auf jeden Fall Schmackes. Ne? Vor allem, wie viel Glück sie dann haben. Ich meine, die Chance steht jetzt 1-3, dass der letzte nochmal ein Infernal Drake ist. So, SK. Ihr habt es hier in der Hand. Euch gehört dieses Game. Die haben gerade die komplette Kontrolle. Immer noch. Aber sie kriegen dadurch einfach nichts. Wir haben schon gefühlt seit 10 Minuten keinen einzigen Kill mehr gesehen. Kein Turret, gar nichts. Und man versucht es auch überhaupt nicht über den Splitfish. Und Jax, der weiß auch, sobald der sich einmal auf die Sidelane begibt, kommt der Flash Engage von Rakan Vladimir und sein Team ist tot. Ja. Das heißt, er muss ja halt aktuell mit dem Team rumstehen. Und das ist nicht unbedingt... Okay, okay. Das war einfach mal ein vermesserter Q, der hat Hälfte Leben abgezogen hat. Aber ihr fehlt jetzt die Vladimir Ultimate für ein Team, weil DOS Zone, die so ein bisschen, sie sind schon am Nasher dran. Oh Gott, die Bola geht halt komplett ins Nichts. Der Rocket Jump auf Cooldown. Was macht denn dort? Oh Gott, das könnte halt wirklich eskalieren. Jetzt die Vladimir Ultimate, wird natürlich Insane Rexite direkt abgeholt worden. DOS immer noch in der Flanke. Genex kommt nach vorne, der will jetzt richtig aufräumen. Der Support ist Gold. Oh Gott. Der kassiert nochmal einen Turmschuss, das ist bitter. Tod durch Turm. Triple Kill für Genex. Auch ohne Vladimir Ultimate haben sie hier mehr als genug Damage im Teamfight. Ist die Frage, ob das jetzt ein Bait war, so nach dem Motto, ich ult einfach mal, damit die Gegner denken, wir können den Fight nehmen. Oder aber, ob das einfach nur, sag ich mal, ein bisschen lucky war. Also. Oh, Sejuani ist noch eine Reichweite. Sie haben keinen Smite. Sie wissen aber, dass Syncroft da ist. Sie müssen ihn jetzt halt vorher töten. Sie dürfen ihn niemals ins Pit kommen lassen. Vor allem noch eine Ewigkeit, sie baiten sie. Haben keinen Jungler, ne? Sie haben keinen Jungler. Sie werden nie und nimmer werden sie da durchziehen. Ja, aber was machen sie? Warten sie jetzt bis sie da ist. Engagen halt einfach auf die Sejuani. Ja, aber die überlebt das so easy. Ja, aber eine andere Wahlmöglichkeit haben sie nicht.
Oh, das hätte jetzt der Moment werden können, aber mehr als ein 3-2-Trade kriegt man auch hier nicht hin. Die Vladimir Ultimate, die hätte da, glaube ich, den Unterschied gemacht. Aber man sieht halt, wie lächerlich hoch der Damage ist. Du hast im Prinzip, schaut euch das wirklich an, Frenic macht nicht wirklich was in dem Fight. Er geht quasi rein und sofort wieder raus. Dreimal taunt und die Federn, ja, die machen nicht so wenig, aber da, dieser Damage von Genix. Vor allem hättest du, da ist das Vladimir Ultimate gehabt, ne? Ja. Insta-Rip. Ja. Aber komplett. Das war die perfekte Ausgangssituation. Oh, leider von Sakura-Forschung genutzt worden. Natürlich auch, um den Braum gut low zu halten. Und jetzt ist Infinity Edge fertiggestellt bei Kidui. Das ist nochmal ein richtig böser Power Spike. Das ist der Moment, wo Xayah anfängt, zum Hyper-Carry zu werden. Und... ja, erneut. Auch wenn SK gerade große, große Probleme hat, dieses Game zu snowballen. Devils auch. Die gewinnen das Game nicht. Ja, ich glaube, die verlieren es nur nicht. Ich glaube auch wirklich, dass es halt so im Endeffekt halt auf so einen dezenten Tiefer hinauslaufen wird, wo halt einer einen Fehler macht oder einer halt mal den anderen outperformt. Definitiv. Und dann werden wir halt eine klare Entscheidung haben. Die Objekte sind halt alle noch auf dem Tisch. Der nächste Drache, der wird jetzt interessant. Ich meine, es kann ein Ocean Drake, ein Infernal Drake oder einer von den anderen beiden werden. Aber alle Objectives aktiv halt zu contesten ist un... Oh, wo war der Pool? Oh, da hat er nicht rechtzeitig reagiert und das ist bitter. Vladimir direkt raus, der hat Teleport wahrscheinlich wieder zur Verfügung, wenn er respawnt, aber diesen Drachen wird man jetzt verlieren und das ist ein Fehler, der kostet. Eine Minute ist er tot an der Stelle und ich wollte gerade erwähnen, dass die Devils eigentlich solche Objectives nicht contesten können, weil sie sich dadurch dann free engagen lassen, aber jetzt ist man 40 Sekunden in Überzahl, der wichtigste Spieler bei SK fehlt oder einer der wichtigsten, na die AK, die ist auch nicht verkehrt, Nash ist im Visier, zumindest vielleicht einen Fight zu forcen, 30 Sekunden muss SK das Ganze irgendwie stollen, dann kann Vladimir mit Homeguards, mit Flash, Ultimate mit richtig schönen Flanken, aber Devils, sie wollen das jetzt hier durchziehen. Und der fällt schnell. Oh, die Frage ist, kann Frenic da den Unterschied machen? Der wartet schon, der muss jetzt lauern. Der hat den Final Dragon Pit, aber ich glaube, man will da eher für einen Fight gehen. Schöne Ult von Kidui und aggressiv und direkt rausgenommen. Alle noch bei vollem Leben. Klar, die eine oder andere Ult fehlt, aber man kann den Nash erstmal verteidigen. Ja, und jetzt lebt gleich Vladimir. Ich glaube, man kann den Nash sogar machen. Nee. Vladimir kann er jetzt einfach zone mit einem TP. Doch, den haben die safe. Okay. Auf geht's. Weißt du, das ist wieder so klassisch. Sie werden gecatcht und dadurch, dass sie gecatcht werden, kriegen sie den Nash. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Victor Ultimate im Pit, die tut halt richtig weh. Kidui keine Ultimate mehr. Genix kommt jetzt von hinten rein. Oh, die sitzt auf jeden Fall ziemlich gut. Aber hier ist Kidui direkt down. Aber der Rest kommt von Vladimir und von Genix. Und die können hier das gesamte gegnerische Team komplett vernichten. Und das ist jetzt der Barrel für SK. Ist das noch legal? Oh, ich weiß es nicht, aber es ist so, Vladimir. Kannst du das gerade zeigen? Ja, das ist ein bisschen viel Blut, würde ich sagen. Alter. Das hat wehgetan. Ach so, gut, dass Genix halt aus da direkt in den Rücken reinkommt, halt alle als an sich binden kann und sie können halt nicht innehalten, um ihn halt kurz anzugreifen. Wenn sie das machen, passiert genau das, was passiert ist. Vladimir springt halt in 3-4 Leute rein und GG. Ja, aber da den Nash noch zu contesten, war seitens Devils auch töricht. Also, dass sie sich da dachten, in einer Unterzahlsituation gegen Vladimir, der gerade frisch aus der Base kommt, mit 4 Items, Flash, Ult, alles. Aber ich meine, das ist eine 4-Mann-Vladimir-Ultimate. Und dann eine schöne 3-Mann-Akali-Ult. Also, das tut halt ein bisschen weh. Ist aber auch, sie haben sich halt perfekt in der Linie aufgestellt, nach dem Motto, so schlitzt uns alle auf. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel sich SK mit diesem Nash sichern kann. Sie sind 5000 Gold vorn. Der Elder Drake spawnt demnächst. Man ist hier fast full Itembild bei Vladimir. Auch bei Kidui ist das vierte Item nicht mehr weit entfernt. Bei Tristana ist es schon fertig. Die hat jetzt einen Maw. Der hat gerade nicht wirklich geholfen. Voidsurf ist auf dem Weg bei Vladimir, wie es aussieht. Und Viktor, der muss noch warten auf sein. Ja, Genix hat ein bisschen Schiss, dass er da aufgegabelt wird. Nee, ich glaube, er will einfach nur Slow pushen, oder? Nee. Er hat bis darauf gewartet. Er hat halt null Vision gehabt in die Richtung. Gut, stimmt. Das ist halt so ein Klassiker, dass du halt versuchst, wenn der Gegner gerade genasht hat, ihn halt möglichst aggressiv irgendwo einmal abzufangen. Weil halt ja sehr, sehr oft alle Leute vereinzelt nochmal in die Base gehen. Weil so eine Akali abzufangen ist auch nicht so easy mit Sonyas. Aber er will ja sein Ult auch nicht verschwenden an der Stelle. Ne? Sein Ult ist halt zu wichtig, um damit auch pressuren zu können. Es hat ihm ja nichts gekostet. Ne? Die halbe Sekunde kannst du ruhig mal warten. Jetzt hast du da Botlane auf jeden Fall nochmal gut Druck aufgebaut. Im Drum. Midlane. Kann man allerdings inzwischen ganz gut waven. Also eine 4-Item-Tristana mit einem Viktor, die macht auch aus Baron Minions Kleinholz. Botlane. Ja, der Nasher hilft ihnen jetzt gut, aber ich habe so das stumpfe Gefühl, dass sie halt nicht unbedingt einen Inhib bei diesem Nasher bekommen werden. Ein Inhib wird schwierig, also T2-Türme easy. Das auf jeden Fall. Das kann auch Devils nicht contesten, die laufen da viel zu viel Gefahr. Ja, der unten wird halt direkt fallen, aber zwei Infernal Drakes machst du halt. Das ist ja auch dieses Suspekte, dass du als AP-Verwerter mehr Schaden an einem Turm machst, als jemand, der halt auf normalen Schaden setzt. Ja, zumindest fair, im Late Game. Ja. Erinnerst du dich noch an die alte Akali, wo die Passive am Turret geprockt hat? Jo. Das wäre jetzt schön. So, Midlane ist auch low, wird jetzt auch fallen.
Aber das ist für Devils okay. Das müssen die abgeben. Rabadon's jetzt fertig bei Viktor. Die Türme machen jetzt hier definitiv nicht mehr den Unterschied. Toplane hat man, glaube ich, keinen Push, wenn ich das richtig sehe. Pusht, glaube ich, gegen sie sogar slow. Ja. Ist natürlich auf der Karte immer so ein bisschen schwer zu sehen, welche Pixel überwiegen. Boah, jetzt könnte es doch tatsächlich für sie pushen, ne? Ja, sieht so aus. Tristana auch übelst underleveled. Die ist hier 2 Level hinter Xayah. Ne? Tristana ist natürlich sehr angewiesen auf ihre Level, um mit der Passive mehr Move, mehr Range zu kriegen. So, und Botlane hast du jetzt die Akali. Wer geht gegen die Akali verteidigen, ist die Frage. Oh, die Kuppel ist schon mal draußen. Ein wichtiger Peer-Punkt, der fehlt. Keine Minion kann nicht verteidigt werden. Der Laser reicht alleine nicht, um es zu vernichten. Akali steht währenddessen Jax dem 1 gegen 1 gegenüber. Wichtiger Nachteil, Sakura hat immer noch sein Flash auf Cooldown. Das ist natürlich im Teamfight für ihn super, super wichtig. Einfach sich in Position bringen zu können. Ja, Toplane wird jetzt die Minion Wave rangeholt. Also die T2-Türme, die sind safe. Die kriegt man hier definitiv. Aber das ist auch, denke ich, auf der Seite von Devils erwartet. Dass man die abgeben muss, das ist die Konsequenz eines Nashs in der 30. Minute. Aber das ist okay für sie. Sie sind jetzt zwar goldtechnisch ein bisschen nach hinten gefallen, aber das entscheidet das Spiel hier definitiv nicht. Aber sie halten sich ja wirklich gut. Also sie zeigen uns auch nochmal, warum eben diese beiden Teams bisher die Tabelle anführen. Und kein anderes. Elder Drake steht jetzt kurz davor zu spawnen. Ja, er auf jeden Fall, der wird die Sabber im Mund von SK auslösen. Wobei ich mich wirklich nur wiederholen kann. Also ich finde, dass Devils hier eigentlich bisher nicht nah dran ist, das Game zu gewinnen. Weißt nee, du, es ist bloß sehr halt gut darin, es halt zu verteidigen, nicht zu verlieren, ja. Das Ding ist, ein Teamfight für sie würde reichen, um das Game komplett zu turnen. Aber aktuell waren sie noch nie wirklich in der Position, ein Teamfight hart zu gewinnen. Oh, vor allem, sie wollen den Drachen jetzt hier einfach for free abgeben. Blue Trinket wurde zum Scouten schon mal gestellt. Spätestens jetzt weiß SK, dieser Drache wird ihnen gehören. Und mit 4 Drachen, dabei 2 von diesen Infernal Drakes, tut der richtig weh. Der hält nicht lange. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Man hat keinen Nash-Buff mehr. Das heißt, wenn man einfach bis die Waves clearen kann, ist ein Tower Dive auch gefährlich. Der Vladimir Flash könnte aber noch innerhalb der Dauer dieses Elder Drake Buffs dort zurückkommen. Und wenn das passiert, kann man vielleicht doch für einen Dive gehen. Also vielleicht kann SK den verwerten. Nichtsdestotrotz haben sie sich jetzt auf jeden Fall die Option offen gehalten, den 2. Elder Drake zu bekommen. Und beim 2. Elder Drake, wenn sie den kriegen, ist es over. Ja, das ist der Punkt. Der zweite Elder Drake ist halt broken. Da hat sich ja Riot gesagt in einem Meeting, wir wollen keine 50-Minuten-Games mehr haben. Bitte finish dann damit einfach. Und damit kannst du, damit machst du Rakanelt und alle sind auf halbem Leben. Sondern das Ding macht halt lächerlich viel Damage, hält auch lächerlich lange. Und ist die Frage, kann man auch schon mit diesem Elder Drake das Game für sich entscheiden? Sind sie bereit zu Tower Diven? Ich glaube, nein. Müssten sie aber auch nicht. Sie haben ja bisher wirklich diese Objektkontrolle, die sie halt einfach für sich arbeiten lassen können. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn man nochmal so einen Bergdrachen hatte. Aber es ist halt irgendwie, wenn ein Drache spawnt, ist es oft so, dass er halt die gleichen hinterher spawnen. Ich habe so wenig Games gesehen, wo halt 3 verschiedene mit dabei waren. Das ist aber echt irgendwie so, ne? Es ist ja auch immer so, wenn der erste ein Infernal Drake ist, dann gibt es halt einfach 90% der Games halt 3 Infernals direkt da. Das ist echt komisch. Da gibt es irgendein Skript dahinter. Safe Call. Moi jetzt fertiggestellt bei Xayah. Na, das ist natürlich gegen den Viktor nicht verkehrt, weil sie auch hier mit ihrer Low Range ein bisschen zu kämpfen hat. Vladimir immer noch nicht Full Item Build. Teleport bei ihm zur Verfügung und ja, man sieht's mit dem Elder Drake. Hat man, wie du schon angesprochen hast, nur sichergestellt, dass der 2. Elder Drake spawnt. Aber bekommen tut man damit aber leider nichts. Die Devils, die haben sich auch schon mal bereit gemacht, für den nächsten Teamfight zu gehen. Klar, Joani ist halt itemtechnisch, wenn du das vergleichst, halt super Fabi halt, er hat 3 Items. Aber es reicht für sie immer noch aus. Aber Viktor, der hat sich direkt schon mal einen Pot mitgenommen. Und damit signalisierst du eigentlich, okay Leute, wir werden hier gleich eine Party feiern. Ja, spätestens am nächsten Nash wird sich das Spiel wahrscheinlich entscheiden. Ja, der Elder Drake hält halt noch ein bisschen. Aber ist gleich ausgelaufen in den nächsten paar Sekunden. Der Nash sollte auch 30, 40 Sekunden spätestens spawnen. Nee, schon weniger als 20. Ja? Ist schon gelb. Ah, true, true. Der ist so, und da ist aktuell Devils nicht in der Position. Das ist halt so ein gutes Timing, dass sie jetzt noch die letzten paar Sekunden vom Elder Drake mitnehmen können, um den nächsten Nasher zu forcen. Ja, und der wird ihnen geschenkt. Devils ist dann nicht in der Lage, den zu contesten und ein weiteres Objekt, was hier sicher eingeheimst werden kann für SK. Aber man hat gerade schon gesehen, wie viele Probleme SK hat, mit diesem Nash in Hips zu pushen. Und ich glaube, dieses Problem wird sich nicht unbedingt verbessern. Ja, ich habe auch jetzt wieder das Gefühl, sie werden halt nicht unbedingt an den Nip rankommen, ne? Ja, das ist die Frage. Also ich glaube auch wirklich, dass sie sich jetzt gerade so sagen, hey Leute, wir haben den ersten Elder Drake bekommen, wir sitzen da auf einem dicken Polster, lass uns auf den 2. Elder Drake warten. Ich glaube, das ist der Punkt. Weil um jetzt hier zum Beispiel sowas wie ein 1-3-1 durchzukriegen, womit du dann potenziell mal eine Nip bekommst, bist du, glaube ich, gegen ein zu großes Risiko aufgestellt. Das Risiko, dass irgendwo dieses Hijoani einen guten Engage findet und du dadurch, dass das Spiel verlierst, ist viel zu groß. Weil wenn jetzt
wenn sich Devils jetzt hier 2-3 Kills mehr holt, dann ist das Game wahrscheinlich instant over. Die Todeszeiten sind so lange. Und es ist ja auch so schön Low Risk und High Reward mit dem Drachen. Wenn sie verlieren, es ist halt der erste Elder Drake für die anderen. So da auch, weil viele ja immer denken so, okay, es ist ja der zweite Elder Drake, der ist ja immer super stark. Aber es zählt immer bloß für das Team, was quasi diese Drakes schon mal gesammelt hat. Ja, und du musst ja auch bedenken, dass die Devils eigentlich kaum aus ihrer eigenen Base rauskommen. Das heißt, wenn der Elder Drake spawnt, müssen sie in einen ungewardeten River gegen Vladimir Akali Rakan reinlaufen. Das können die sich eigentlich nicht erlauben. Das heißt, solange SK die Vision klein hält, solange sie Devil keine Pit-Vision geben, ist der zweite Elder Drake eigentlich fast geschenkt. Der kleine Nachteil, mittlerweile haben sie jetzt so viel Zeit rausgespielt, dass Tristana jetzt im Level Blues noch aufholen kann. Ja, das stimmt. Die hat jetzt wirklich enorm viel Range. Aber itemtechnisch ist dafür Kidu hier auch sehr, sehr gut aufgestellt. Und dieser Auto-Attack von Vladimir. Er braucht halt 4 Auto-Attacks für einen Turret. Der Kurt hat gerade 1300 Damage gemacht. Lecker. Gutes Design, aber so sieht halt ein Fullbild Vladimir mit 2 Infernal Drakes aus. Botlane wird jetzt hier auch nochmal reingeholt. Das könnte jetzt interessant werden. Der Viktor rotiert gerade zum Team und Toplane kommt jetzt nochmal eine Wave. Das könnte wirklich der Moment sein, wo du vielleicht mal einen Turret bekommst. Ja, sie reißen jetzt auch die Gegner weit auseinander. Ja. So, es ist dieses perfekte Szenario. Der Weg ist halt super weit zu verteidigen. Ich glaube, da wird jetzt wahrscheinlich entweder ein Engage von Devils erfolgen oder der erste Turret fallen. Ah, Vladimir, wir haben es schon gesehen. Der muss ja, wenn er mit jeder Wave für 2 Autotext an den Turret rankommt, reicht das schon. Aber der traut sich nicht ganz. Das ist so gefährlich, ne? Der Viktor halbiert ihn hier mit einem Spell gefühlt. Einen fängst du ja mit den Banshees immerhin ab. Ah, guck mal, aber unten kommt man dafür ran. Ja, oh, sieht gar nicht schlecht aus. Jax traut sich da alleine nicht. Akali, die hat zumindest das Ganze schon mal auf 10% runtersetzen können, als Cannonman ihn arbeitet hat. So, das ist halt wirklich parteiisch. Und die Base ist die Minions nicht offen. Müssen weg. Die Minions müssen weg. Oh, ist das bitter. Oh, das Cannonman kommt nicht durch. Das ist noch eins in der Reserve. Ja, doch, das reicht. Ja. Wir müssen jetzt wieder Mitte rotieren. Du musst dich jetzt ein bisschen Gadget lassen. Und zack, da ist die Basis offen. Der Knacker, der Panzerknacker ist hier am Werk. Und auch noch am Botlane inne. Das ist halt auch noch die unangenehmste Lane. Jetzt fangen sie halt wirklich an, Druck aufzubauen. So langsam wird's für die Devils zur Hölle. Und da fühlen sie sich nicht wohl. Sie müssen sich langsam aber sicher einen Plan einfallen lassen. Weil so verlieren sie slowly. So wie sie das ganze Game schon machen. Aber irgendwann müssen sie mal aus diesem Rhythmus, aus diesem Kreislauf ausbrechen. Das ist eigentlich das Motto des ganzen Games. Sie verlieren ganz langsam. Aber sie machen auch keine Anstalten. Weil, wenn sie jetzt ein Geldchen gewinnen, sie den Fight halt auch nicht. Ich frage mich so, was ist das? Ah, die Bola, die sind schon mal nicht schlecht, aber Vladimir, der versteht das Ganze, kann seine Ultimate hier nochmal reinsetzen und da zimmert zum ordentlich Schaden. Rakan mit der Ultimate, direkt vorne Jax mit ausgenockt, aber selber kommt man nicht wirklich durch diese Frontline durch. Zegroff ist immer noch zu stabil, der Viktor war nicht angreifbar, Sakre seine ganze Kombo noch gar nicht genutzt, der hat eben nicht mehr geultet, der hat jetzt noch Bock, die Ultimate kommt nämlich hinterher, zack, 1110 Damage und weg ist er, der Brom, der hält das nicht aus, da wird nochmal reingezoomt, SK, die haben jetzt alle Fäden in der Hand, die können dieses Game an sich reißen. Der Elder Drake ist gespawnt und den werden die 100% mitnehmen. Ja, das sah erst nicht verkehrt aus, aber du hast angesprochen, der Vladimir hat einfach noch Ult Flash gehabt und ich glaube wirklich, dass einfach eines der Hauptprobleme von Devils ist, dass sie einen Jax gepickt haben und der in 45 Minuten nicht einmal in den Split Push gegangen ist. Dieser Jax ist offiziell kein Champion in diesem Game und dieser zweite Elder Drake, der sollte eigentlich das Schicksal besiegeln. Ich bin mir doch mal nicht so ganz sicher. Ich meine, wahrscheinlich spawnt der Nash auch wieder bevor der Elder, also ungefähr wenn der Elder ausläuft. Also nee, der spawnt hundertprozentig früher. Ja, also sie haben jetzt quasi wirklich immer mindestens einen Buff auf ihrem Konto und der Botlane-Inhib ist offen. Das ist halt wirklich so ein bisschen der entscheidende Punkt. Ja, und der Elder Drake ist ja auch nicht nur von der Effektivität, also die Drachen sind jetzt nicht nur 50% stärker, sondern werden verdoppelt, sondern auch die Länge des Buffs ist ja nochmal verdoppelt. Das ist halt bei dem zweiten Elder Drake, finde ich, auch nochmal sowas ganz, ganz Wichtiges. Ja. Du hast halt mehr Zeit, das Ganze jetzt aufzubauen. Plus der True Damage Buff, der halt nochmal grundmäßig verstärkt wurde und auch angeglichen wird. Ja, auch wenn, jetzt Rakan einfach 5 Leute ultet, die sind alle auf halbem Leben. Ja, also selbst bei Rakan. Die Rakan-Ult macht jetzt 500 True Damage. Ein bisschen schade, dass der Buff nicht stacken kann. Also wenn es schon auf allen drauf ist, der Debuff, dass sie langsam verbrennen, dann bringt ja auch der ganze AOE-Schaden nicht mehr. Und darf ich auch nicht vergessen, der Elder Drake, der Infernal Drake wird ja auch stärker dadurch. Mhm. Ne? Also 100%? Also sie haben jetzt quasi... Das Ding. Sie haben 17% über 2 Drachen, haben jetzt 34% extra AP und AD. Aber man sieht's halt. Also das schmeckt, mein Junge, das schmeckt. Mehr als gegenhalten können die Devils hier gerade nicht. Und spätestens, wenn SK Nash und Elder Drake hat, dann reißen die Tür einfach ein. Okay, sie wollen auch, glaube ich, wirklich auf den Nash noch warten. Sie haben die Möglichkeit, wie gesagt, aber der Elder Drake, der zweite hält halt Ewigkeiten. Warum auch nicht? Ihnen rennt das Game ja nicht davon. Wir dachten, dass scaling-technisch für Devils was drin ist. Und es sind zwar weiter nicht super eindeutige Fights, aber alles, was hier passiert, bringt SK näher an den Sieg. Nichts, ja, aber auch nichts lässt gerade vermuten, dass Devils dieses Spiel hier nochmal holt. Das Einzige, wie Devils das rumreißen können, ist ein Fehler, den SK macht. Und ja, bisher machen sie da nicht so den Anschein.
Jetzt natürlich wieder der Nachteil für sie, dass die Vladimir-Kombo nochmal auf Cooldown ist. Okay, der denkt sich hier, poken wir den Gegner einfach mal low. Ah, guck, das war nur die Ultimate. Da kommt der Kristana verliert einfach zwei Drittel Leben, nur durch die Ultimate. Und die hat Mo. Jawoll, das klatscht richtig. Wäre da jetzt der Mo gepockt, wäre ich ein bisschen traurig. So, aber die können jetzt einfach gleich den Nash machen. Der spawnt in knackigen 10 Sekunden maximal. Und mit Elder Drake, doppeltem Elder Drake und Nash, muss man eigentlich die Base definitiv einreißen können. Das ist ein sehr träges Game, aber man kann natürlich SK verstehen, dass sie hier wirklich nichts anbrennen lassen wollen, weil warum auch? Sie haben das Spiel fest in der Hand. Es dauert halt nur. Es dauert nur wirklich lange, aber das ist, denke ich, für sie völlig fein. Aber jetzt müssen sie schon mal ein bisschen Gas geben. Also jetzt mit Elder Drake gleichzeitig. Und wenn auch die Frage kommt, was passiert beim dritten Elder Drake? Beim dritten Elder Drake passiert quasi genau das gleiche wie beim zweiten Elder Drake. Der wird nicht nochmal verdoppelt. Akali hat 1000 AP. Lol. Aber du kriegst quasi den Elder Drake selber, den du gesammelt hast, kriegst du auch nochmal als zusätzlichen True Damage Buff mit angerechnet. Vladimir hat 1300 AP. Nice, da freust du dich auf jeden Fall. Guck mal, da kommt die schön mit Homeguards reingesprintet. Ultimate auch noch auf Cooldown. Er hat keine Boots mehr. Ich glaube, der könnte die jetzt one-shotten, die Tristana. Dafür muss er aber auf den Flash warten. Also ohne Flash wird er hier nicht rankommen. Es sei denn, man macht halt einen wirklich. Er hat jetzt nochmal 300 AP mehr als eben. Wenn er jetzt gerade die Tristana einfach ultet, dann ist sie auf 20%. Und Jadex hat gerade wie auch immer zwei Drittel Leben verloren. Ein bisschen ungünstig, um die Pressure aufzubauen. Das war ziemlich terrible. Heilt sich aber dafür ordentlich. Bisschen, ja, minimal. Ganz klein bisschen. Ah, nur ein bisschen. Kann man sich schon gönnen. Vor allen Dingen wird der True Damage Buff, der wird auch vom Gunblade verwertet, ne? Der Debuff. Von was? Es sah gerade so aus, als ob er sich von dem Debuff, den er mit True Damage auf den Blue Buff gelegt hat, noch geheilt hat zusätzlich. Das kann sein. Ja, Gunblade heilt dich ja für verursachten Schaden. Da heilt dich für jeden Schaden, ja, den du machst. Das ist halt ziemlich strong, ne? Bisschen. Was du dann halt an Rek hast, holy moly. Aber ich sag mal, der Elder läuft jetzt trotzdem jeden Moment aus und immer noch stehen alle Inhibs. Das wird langsam ein bisschen unangenehm. So, wir sehen, glaube ich, die Zeit nicht genau von dem Elder Drake Buff. Das tickt dem Spectator nicht mit, aber ich glaube, der läuft doch gar nicht so bald aus. Ist immer so schwierig einzuschätzen, wenn er 5 Minuten lang hält. Ah, der Turm ist low, der Ken-Minion, der macht alle Arbeiten. Jetzt müsste er down sein. Oder? Ah, die Minions müssen noch weg. Und Artillerie, Feuer! Weg so. Ist der Turm. SK hier, ein weiteres Türmchen eingerissen. Drei bleiben noch. Was für ein Level sie machen? Die müssen mindestens warten, bis der Infernal weg ist. Oh, der Flash von Vladimir ist jetzt noch so 10 Sekunden auf Cooldown. Wenn der da ist, dann würden sie richtig Feuer geben. Dann ja, einfach rein da. Drei Nips sind down, das ist eigentlich die Entscheidung. Jetzt. Ja, vor allen Dingen, wenn sie jetzt drei Nips haben, können sie halt wieder auf den nächsten Elder Drake warten, können halt wieder auf den nächsten Nasher warten, wenn sie es richtig slow spielen. Wenn sie jetzt nicht schon den Deckel auf den Top setzen wollen. Oh, SK. Ich meine, sie haben eine Tristana mit Runans und ein Full Item mit Vladimir. Also die können auch durchaus drei Super-Minion-Waves verteidigen. Aber nicht drei Super-Minion-Waves. Aber ja, jetzt Vladimir Flash so. Einfach von Victor einmal das Banshees bekommen und dann Flash All-In. Sakre, der hat Bock, der will so langsam. Traut sich hier noch nicht ganz nach vorne zu flashen. Die Gegner stehen langsam gegroupt. Da ist die Vladimir-Ultimate. Er will ihn einfach nur wegpoken. Er flasht nicht mehr. Sondern sie nutzen die Chance, um auf die Türme zu geben. Das K. Die wollen jetzt hier endlich das Ding zu Ende bringen. Zinkroff. Der ist angeschlagen. Muss hier raus. Ein Turm, der nur noch steht. Wir sind ja auch nicht mehr Herr der Ringe. Diese Türme werden nicht stehen bleiben. Und Victor wird vernichtet. SK. Die gewinnen das Ding hier. Keiner kann sie mehr stoppen. Sie tragen ihren Sieg nach Hause und verlassen diese Gruppenphase, diese Play-Ins auf dem ersten Platz und ziehen direkt in die Gruppenphase ein. Ja, starke Leistung immer wieder von ihnen, aber Devils, das war halt auch irgendwie, also die haben 50 Minuten durchgehalten, ja. Aber mehr auch nicht, also das war irgendwie weird. Es ist halt wirklich so. Die haben zu keinem Zeitpunkt ein wirklich proaktives Play gemacht. Sie haben ein einziges Mal haben sie am Drake den Vladimir gecatcht. Und damit den Nash verloren. Das war das Einzige, was sie wirklich später noch proaktiv gemacht haben. Sonst haben sie eigentlich nur 30 Minuten lang zugeschaut, wie sie langsam aber sicher das Game verlieren. Das war aber, muss ich auch sagen, genau diese Szene war der Punkt, wo alles geturnt ist. Wenn sie sich halt beim Infernal Drake gesehen haben, wenn sie selber da nicht den Nasher starten, sondern es halt noch ruhiger aufbauen, dass halt SK nicht diesen einen Nasher bekommt. Ich glaube, dann behalten sie halt diese Zügel noch viel, viel mehr in der Hand. Ja, ich denke, das große Problem war halt wirklich einfach die Champions League. Der Jax, der war später als Winning Condition gedacht. Aber es hat einfach, der ist nicht einmal alleine auf einer Sideline gewesen. Nicht ein einziges Mal. Und dann hast du halt auch keinen Toplaner. Der Vladimir hat bestimmt den sechsfachen Schaden von Jax gemacht. Ich muss aber sagen, dass verhältnismäßig Sejuani auch komplett useless war. Also Sejuani hat halt zu keinem Zeitpunkt des Games halt irgendjemanden reell bedrohen können. Ja. Weder mit der Ultimate noch mit ihrem eigenen Schaden. Sie ist halt auch, was halt die Early-Jungle-Präsenz angeht, überhaupt nicht zu Geltung gekommen. Frenic halt fahrmäßig weiter vorne, konnte halt die ganze Zeit die Solo-Lane carryen. Und der Vladimir war tatsächlich, wir haben es auch zum Schluss gesehen, er war die Winning-Condition. Ja. Er war diese Teamfight-Winning-Condition, der halt komplett alles zerlegt hat. Ich meine, er macht 1110 Schaden an einem Brawl mit dem Q. Ich kann mir nur vorstellen, die Theorie von Devils war halt wirklich, wir haben zwei Late-Game-Ranged Hypercare
Carries mit Victor und Tristana, wir haben Frontline mit der Sejuani und wir haben im besten Fall den Jax, der auf der Seite pressured. Kann ich verstehen. Braum auch, Tank, der protected die Backline auch nochmal. Das Problem war nur, dass SK eine Comp hatte, die so hart engagen konnte, dass der Jax niemals sein Team alleine lassen konnte. Wäre der Jax auf der Sideline gewesen, wäre Rakan reingeflasht und alle wären gestorben. Jo. So, das ist das Problem. Das ist eine Comp, die wäre Devils ahead gewesen, hätte Devils die Kontrolle des Spiels gehabt, ich glaube, dann wäre das eine Comp gewesen, die extrem gut aufgegangen wäre. Aber dadurch, dass SK nicht unbedingt einen Goldvorteil im Early-Mid-Game hatte, aber trotzdem immer die Kontrolle über das Spiel hatte, weil der Wladimir 2-3k Gold vorne war seit der 10. Minute, allein dadurch hat die gesamte Comp von Devils keinen Sinn mehr gemacht und sie haben langsam aber sicher das Spiel verloren. Ich würde sagen, für mich kommt halt noch eine gesunde Mischung von Makro und auch Glück mit dazu, um ehrlich zu sein. Diese Infernal Drakes haben perfekt in ihre Karten gespielt und vor allen Dingen das Timing, wie sich die Objekte gelegt haben, war halt brillant. Sie kriegen quasi den Nasher, können über den Push-Pressure aufbauen, aus der Push-Pressure heraus kriegen sie den ersten Elder Drake. Mit dem ersten Elder Drake schaffen sie halt wieder den zweiten Nasher zu nehmen, der nicht contestet werden kann, und mit diesem zweiten Nasher bauen sie sich halt wieder eine perfekte Basis für den zweiten Elder Drake auf. Und das war halt so ein Timing, was halt wo einfach kein Ansatz gefunden wurde. Nachdem man dort einmal die Kontrolle über die Objekte verloren hat, hat sich SK das so clever gelegt, dass niemand mehr dazwischen funken konnte. Ja, und hier sehen wir nochmal den Fight am Nash, das war halt so schön. Da hat man halt die Comp wirklich perfekt nochmal gesehen, aber am Ende des Tages, wie gesagt, Better Draft wins, SK. Better Wladimir wins, I guess. SK hat ihre Comp auf jeden Fall auch gut ausgespielt und du hast angesprochen, makrotechnisch sah das schon sehr, sehr schön aus. Es wirkte so, als ob Devils überhaupt nichts macht, um das Spiel zu gewinnen, weil sie auch nichts machen konnten. Weil SK diese Pressure, die sie hatten, in Vision-Kontrolle ausgeübt hat, sie jedes Objective rechtzeitig secured haben und damit Devils auch einfach wenig Luft zum Atmen gelassen haben. Wäre der Jax irgendwann auf die Seite gegangen, hatte ich angesprochen, dann wäre das Team überrannt worden. Und also, du machst halt als Jax auch nichts ohne Gold und in so einem Teamfight. Ja, für uns auf jeden Fall ziemlich geil, denn wir haben jetzt zwei deutsche Teams direkt in der Gruppenphase von den European Masters, damit unsere Chancen nochmal erhöht, vielleicht am Ende doch im Finale zu stehen, vielleicht sogar zu gewinnen, wir werden es sehen. Ja, wir haben noch zwei weitere Spiele für euch, die auch nicht irrelevant sind, denn wir haben noch immer zwei Teams, die diesen Weg in die Gruppenphase schaffen können. Dafür können sich halt Platz 2 bis Platz 5 qualifizieren für die morgigen Games. Das werden wir noch auslosen müssen. Wir hauen kurz einen Bumper rein, machen eine kleine Werbung und ich entlasse euch mit den Worten, mit der Meinung Solas zu Wladimir. Okay.